Videochat, wir gucken uns nicht alles an. Hier gibt es geile Sachen und zwar können wir, also nur Front Willi, Nürnberg juckt mich nicht ganz so doll. Familie ist interessant, Liebe gibt's bei dir nicht. Liebe zum Instagram vielleicht, Blind Date haben wir gerade. Liebe, Beziehungen und Dates, also wir gucken hier mal rein. Sind wir drauf? Haben wir Saft? Leeboy, sehr gut. Hallöchen da draußen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Lieber, ich stelle dich einmal kurz vor. Mein heutiger Gast ist Niklas Wilson Sommer. Man kennt dich aber auch als Willi. Willi. Wie ist es dir am liebsten, mein Lieber? Du für dich, Herr Sommer. Okay. Für die Leute da draußen, Willi. Okay, sehr schön. Ja, ich freue mich, dass... Ich habe eine Frage an Willi. Willi, warum Willi? Wegen Wilson? Oder weil du... Also, du heißt... Er heißt ja Niklas Wilson Sommer. Von Mama Wilson gleich Willi. Ach so. Okay. Aber magst du Nico? Magst du Niklas? Den Namen Niklas? Selbst wenn du jetzt Nein reinschreibst, ich nenne dich trotzdem Nico. Hä? Also mach ruhig, mich interessiert's nur. So, heute da bist, extra aus Mannheim hergekommen. Wir hatten damals 3 Niklas in der Mannschaft, deswegen. Achso, okay. Mit Securities und Bodyguards, die hinten... Privatjet. Privatjet, wir haben deine Jungs. Selin, danke für 10 verschenkte Kuss. Damit die dich hier machen lassen. Vielen Dank, Selin. Spaß beiseite. Wir beide kennen uns schon, das will ich vorab sagen, weil es sonst vielleicht... Vom Saufen, was denn? Sage ich jetzt einfach mal so. Hin und wieder so zu familiär werden, ja, wirken könnte. Wir kennen uns. Wo haben wir uns richtig kennengelernt? Beim Saufen. Richtig kennengelernt. Also lieben und schätzen haben wir uns im Nachtrestaurant. Nachtrestaurant. Würde ich fast sagen. In einem Nachtrestaurant. Ja, wir waren feiern zusammen. Saufen. Und ja, Willi, das war hier in Köln. Wie war es für dich? Was würdest du sagen? Gut. Ja, ich finde, es war ein schöner Abend. Er ist in Erinnerung geblieben. Und Wiederholungsbedarf, das super. Weißt du. Ja, gastfreundlich. Ich habe mich versucht, von der besten Seite zu zeigen. Machst du immer. Und das vielleicht ein bisschen zu sehr, kann man auch mal so sagen. Zu gastfreundlich, ein bisschen ja. Zu viel. Okay. Ja, ja, ich muss sagen, wir haben schon super oft jetzt hin und her geredet gehabt, wie kommt das jetzt endlich mal zustande? Jetzt habt ihr gerade Vorbereitungen für eure neue Saison. Du hast kurz mal Zeit gehabt, hierher zu kommen. Und das Ding ist ja bei dir, du bist die letzten Monate, das letzte Jahr über, praktisch aus dem Nichts, boom, explodiert. Alles ist hochgegangen, aber du hast halt eigentlich neben diesem Social Media Kram, den du machst, schon so eine Fußballkarriere irgendwie seit gefühlt 20 Jahren am Laufen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das so begonnen hat? Mit dem Fußball hat so begonnen, dank meinem Vater. Mein Vater war selber Fußballer und absolut fußballbegeistert. Der hat mich dann im Alter von 4 hat er gesagt, hier, guck mal das Runde, das muss ins Eckige. Und so habe ich mich dann mit dem Fußball beschäftigt und bin dann halt als, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich komme aus dem Osten. Ah, bist du ein Ossi? Ja, ich bin Ossi. Ah, woher da? Ich komme aus Dessau. Aus Dessau? Oh, das klingt so riesig. Ich glaube, das ist der Osten. Okay. Grüße geht raus, ne? So. Falls einer mal den Osten kennenlernen will, meine Oma ist immer noch da. Geil. Genau. Und die hat uns letztens im Rucksack gehabt, wegen Werbe Millionär bei einer Frage. Dann habe ich so die ersten Fußballmeter gemacht bei SV Dessau 05. Bin dann mit meiner Mama nach Nürnberg gezogen, weil meine Mutter Dessau wirklich zu langweilig fand. Und meine Mutter ist noch sehr jung, sie hat mich mit 18 bekommen. Mhm. Dann bin ich nach Nürnberg gezogen und ich war noch so dieser, ich würde sagen, kleine, so ein Dorfjunge gefühlt, weil Nürnberg ist dann am Ende eine Großstadt mit 500.000 Einwohner. Und ich komme dahin und das Einzige, was womit ich mich beschäftigt habe, war Fußball. Okay. Aber dann triffst du auch irgendwann den Bruder Hakan und Mehmet, wie sie auf der Straße, wenn du kicken gehst. Nürnberg werde ich skippen, okay, Freunde? Es dauert sonst zu lange. Ich werde ein paar Sachen skippen. Und die sind halt dann nicht nur haha, hihi, sondern da geht's dann immer heiß her im Straßenfußball so ein bisschen. Und ich war ganz gut, würde ich sagen. Metermann. Und ich bin immer noch gut. und damals habe ich dann beim kleinen kroatischen Verein gespielt. Wie alt warst du da? 11, 12. Okay. Ja. Bist du direkt nach Kroatien? Nee, das war in Deutschland ein kroatischer Verein. Okay. Als Dunkelhäutiger. Ich war der Einzige da. Okay. Also aber die waren Mann, super. Also hier, okay, bis heute habe ich noch, mein Trainer, das war Sibirko. Super Typ, wirklich. Und mit denen, das war so ein ganz kleiner Verein, aber da waren halt 3 Kicker, die richtig gut waren und da war ich nur einer. Und wir haben die Liga hochgeschossen, da war ich noch Stürmer. Und irgendwann wurde der 1. FC Nürnberg auf mich aufmerksam. Wow.
Oh, der große 1. FC Nürnberg. Ja. Das ist natürlich in Bayern. Kleiner Funfact am Rande, wusst ihr, Chat, dass ich kurz davor war. Was heißt kurz davor? Vor Hertha E-Sport, war nicht ganz kurz davor, wollte ich unbedingt zu Nürnberg E-Sport, weil die Jungs damals E-Sportler gesucht haben und ich wollte irgendwo auf jeden Fall einfach E-Sportler sein, weil ich das cool fand, mit PlayStation mein Geld zu verdienen. Und dann hatte ich so mein Management gesagt gehabt damals, so mäßig. Dann Nürnberg, was denn mit Nürnberg? Nürnberg, Nürnberg. War knapp. Glaube ich so nach dem FC Bayern München logischerweise so der... Du machst dich gerade beliebt. Ist das nicht so der, ist so der zweitgrößte Club? Ja, ich würde sagen, nach Bayern, Nürnberg, ja, aber du hast dich beliebt gemacht. Das ist ja, sicher. Also sicher. Ja. Genau, aber ich konnte damit nichts anfangen. Also ich hatte so Nürnberg, ja. Ah, das heißt, so Fußballprofi werden war gar nicht so Nein, dein... Nein, ich habe auch Spaß. Also ich wollte einfach nur immer gewinnen, Spaß haben. Krass. Und irgendwann kam dann so der 1. FC Nürnberg auf mich zu und meinte so, ja, ich muss unbedingt dahin. Und ich zu meiner Mama, nee, will ich nicht. Ich bin mit meinen Freunden, ich habe Spaß, alles cool, passt so. Und dann... wie das Schicksal dann so in meinem Leben wie immer so eintrifft, hat meine Mutter mich gezwungen, dahin zu gehen. Und meinte so, nee, du gehst dahin, du machst das. Und dann habe ich gesagt, okay Mama, mache ich. Hat sie mich zum ersten Training gebracht, habe ich mich versteckt und bin ich ins Training gegangen. Zum zweiten Training hat sich dann meine Mutter dazugestellt am Spielfeldrand. Und dann war ich 10 Jahre bei Nürnberg, Jugendnationalspieler. Also hast du sogar für die Nazi gespielt? Hier mit dem Adler auf der Brust. Dem Adler auf der Brust, um die Hymne gesungen, wieder eins. Was war das, U15? U16, U15 und in der, ich weiß nicht, U20 war ich mal, aber auf dem Abruf nochmal. Will die Sneaker sehen krank aus? Ja, die sehen echt gut aus. Wie heißen die? Louis Vuitton LV Trainer? Genau, LV Trainer. Louis Vuitton Trainer. Die habe ich mir in schwarz geholt mit diesem schwarzen Stoff. Also nicht die, sondern mit so schwarzen Stoff. Ja. Jetzt für die Profi, also für die A-Nation. Jetzt natürlich für die A-Nation. Natürlich, man kennt sie. Ja, klar. Mittlerweile. Hat dir das irgendwie auch was bedeutet, so als dunkler Mensch dann plötzlich da? Oder ihr seid ja im Team auch total gemixt gewesen? Ja, das war also, auch gar keine Rolle gespielt. Das hat, also, ich weiß noch eine Situation, da war ein Mitspieler von Hertha. Cool, und da kam gerade die Nationalhymne und für mich war das sehr aufregend. Und ich war ein bisschen. Digga, haben Willi und Sidney eigentlich zusammengespielt in der Nation? Woher kennt ihr beiden Vollidioten euch überhaupt? Nation. Bisschen nervös. Und mein Mitspieler von Hertha, der war so neben mir und die Hymne fängt an und ich guck. Und wir singen alle und ich sehe in meinem Augenwinkel, wie einer immer mit seinem Kopf so nickt. Und dann frage ich ihn so nach dem Spiel, ey, was hast du denn gesungen? Nix, ich habe gebeatboxt. Also für mich war es was Besonderes, ja. Für ihn zum Beispiel, den hat das gar nicht interessiert. Nee. Okay, der war bei sich im Modus. Also ich fühle das total, weil mir hat das auch selber total viel bedeutet. Ich habe Rollstuhlbasketball, ja. Junioren-Nationalmannschaft gespielt und ich fand das also wirklich so, U19 und U23 habe ich gespielt, es war richtig. Seit wir 14 sind oder so von Fußball und Facebook, Lightskins-Shit. Like für einen nur du sonst? Nur du und ich spielen in der Nazio Pro? Richtig besonders für mich, in meinem Team war ich der einzige Schwarze, ja. Und das Gefühl, weiß ich nicht, so auch repräsentieren zu dürfen, das war cool für mich, weil so ein bisschen so, zumindest subtilen Rassismus, den erlebt man ja ne, so im Alltag schon. Und wenn man dann plötzlich dieses Trikot tragen darf, was irgendwie alle tragen wollen, so, und dann du aber derjenige bist, und dann ist schon cool. Das ist super. Das heißt, spätestens da war aber doch dann so der Gedanke da, okay, das, ich will nach ganz, ganz, ganz oben. Ja, jetzt irgendwie so geht, mit, ja, so mit 16, 17 war dann so im Kopf, okay, ich will Fußballprofi werden. Ich will und ich muss Fußballprofi werden, war immer meine Denkweise, weil meine Familie ist jetzt nicht so unglaublich finanziell gebaut. Meine Mama ist alleinerziehend. Also ich habe meine Mama manchmal in so meiner Jugendzeit am Tag, vielleicht hat sie mich irgendwann um 2 Uhr, ist sie kurz in mein Zimmer gekommen und hat mir einen Nachtkuss gegeben, weil meine Mutter die ganze Zeit arbeiten war. Und deswegen war halt immer in meinem Kopf oder meine Denkweise war so, ich möchte mir, jetzt meiner Familie, ne? Und meinen Freunden ein besseres Leben ermöglichen. Dass jeder morgens aufstehen kann und sich keiner irgendwie Gedanken machen muss, ey, wo kann ich heute Abend was essen oder wo bleibe ich? Also jetzt nicht das Ziel, irgendwie Multimillionär zu werden, um Millionär zu sein, sondern... Ja, das ist ein guter Punkt. Sondern um natürlich auch für sich selbst keine Kopfschmerzen zu haben, aber auch ein ganz nicer Punkt ist natürlich, wenn du deine Familie, dass die auch, keiner von denen sich irgendwie mehr Sorgen machen muss. Das ist cool, das ist richtig. Um diese Sorge los zu sein. Ja, der größte Antrieb bei dem Ganzen ist es einfach, Leuten oder meine Familie und meinen Menschen, die ich liebe, was abzunehmen. Also denen zu helfen, so in der Denkweise. Das ist cool. Wir werden gleich mit Sicherheit auch noch über Business und Geld sprechen, ganz, ganz wichtig. Aber jetzt gerade gedanklich bin ich noch bei dir als Teenager. Liebe spielt da natürlich auch hin und wieder mal eine Rolle. Bist du so ein Beziehungstyp? Hast du mal eine Freundin gehabt? Willi, Freunde, war 5 Jahre mit einer Dame zusammen. Es war die Frau. Ich sage, in irgendeinem Paralleluniversum sind sie noch miteinander zusammen. Sie war auf ihn. Sie war die Frau für Nico Sommer. Und dann haben sie sich getrennt. Und Niklas Wilson Sommers Herz wurde zerbrochen, zerknickt.
zerknickt, zerbrochen, zersplittert, sucht's euch aus. Und ist dann in 1000 Scherben zersprungen. Diese Scherben wurden aufgesammelt, in eine Truhe eingeschlossen und auf den Meeresgrund am Marianengraben geworfen. Und aus diesen Scherben ist das notgeile Böse geworden, was heute hier im Chat ist. Das ist die Geschichte von Niklas. Ich hatte mal eine Freundin. Okay. 5 Jahre lang. 5 Jahre? Ja, wow. Sucht du reagierst wie, wenn er das sieht. Ah, ich wusste es, siehst du. Okay. 5 Jahre lang. 5 Jahre? Ja, wow. Sucht du reagierst wie Eli, wenn er das sieht. Drückt er jetzt so in diesem Moment so, hä? Guckt euch an. Ein gebrochener Mann, sagt er immer so. Ja, ja, er hat recht, das ist auch die Wahrheit. Ja. Echt? Ja, aber okay. Bin ich nicht. Bist du nicht? Ja, ich bin dankbar für die Zeit. Ein gebrochener, kleiner Junge, Chat. Also, klar, war eine schöne Zeit, hat mich ja auch geprägt, aber das ist die Vergangenheit. Also, ist ein Teil von mir, aber heute bin ich halt der andere Willi oder ein anderer Niklas. Der andere. was denn für einer? Also, ich kann ja nur so viel sagen. Nein. Ich bin ja auch hin und wieder mal so ein stiller Zuschauer von den Streams, ganz besonders von deinem Stream-Highlight-Kanal, weil da immer so die kurzen Clips ganz kompakt so die Highlights hochgeladen werden. Und da sind das schon sehr deutliche Aussagen. Ne? Also so die Frauenwelt, das interessiert dich schon sehr. Also wenn man guckt, was du schon. So für TikToks schon. Gespeichert hast, ja, ja. Das ist einfach sehr weiblich geprägt. Aber was überhaupt nicht schlimm ist. Das ist weiblich geprägt. Einfach aus dem Grund, weil ich Frauen liebe und schätze und respektiere. Okay. Er ist das verschleimte Böse, Chat. Das in der Nico ist das Schlimmste, was eurer Schwester oder sogar Mutter passieren kann. Ich schwör's euch. Der Sache nämlich auch mal direkt interessiert. Wenn du mit, du bist ja, ne, du machst ja auch kein Hehl draus. Ist jetzt nicht, du bist ja kein Kind von Traurigkeit, was das Thema so angeht. Ne? So auch Fußball, ne? Bettsport. Was, ja? Gab's für dich mal den Moment, dass eine Frau irgendwie das auch signalisiert hat, dass sie irgendwie sich nicht wohlgefühlt hat oder so und dann oder wie würdest du damit umgehen, wenn das passiert? Boah, wie ich damit umgehen würde? Also Gott sei Dank ist es noch nicht passiert, auf Holzklopfen. Ich glaube, in der Situation auf Holzklopfen, klopft auf seinen Kopf. Muss man halt einfach Rücksicht nehmen auf die Dame, weil ich meine, du kannst, also ich sag immer, wenn jemand was nicht möchte, dann möchte man das nicht. Finde ich sehr stark. Ja. Ich weiß nicht, dass sehr viele zu dir aufschauen. Ich meine, du hast tausende Leute, die dir in den Streams zugucken. Allein wenn du ein Foto auf Instagram hochlädst, dann liken das hunderttausende Menschen. Und da weiß ich auch, dass sehr viele dich als Vorbild nehmen und sich denken, okay, cool, der hat mit so vielen verschiedenen Frauen auch schon Kontakt gehabt und der macht da auch kein Hehl draus. Und dann ist aber, finde ich, genau das so der schmale Grat, weil dagegen spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts, solange das immer respektvoll abläuft und jeder auch so seine Grenzen stecken kann, aber finde ich sehr cool. Ich habe es leider nicht. Ich sag ja auch, dass es echt eine gute Mischung ist zwischen Willi, Sydney und mir. Willi ist, der guckt sich um auf dem Markt. Das ist für viele Leute da draußen sehr sympathisch, also die finden das sehr interessant so. Die sind viele Singles, finden so natürlich bei Willi, was er cool macht so. Sydney ist so eine Mischung aus Gamer und Willi. Sydney spielt nämlich auch sehr auf PlayStation und Sydney hat gar nicht so oft so viel Bock, sich sozusagen darum zu kümmern. Nico ist da schon sehr engagierter, Freunde. Ich habe dir mal eine Frage gestellt, das war respektlos, was er mir da als Antwort gegeben hat. Für wen er wie lange wohin fahren würde und so, was er dafür machen würde und so. Ist verrückt. Sydney ist so, ja, der hat auch Bock auf Zocken, der hat keinen Bock. Der sagt dann, geh mal und so oder lass mich mal streamen, der ist so. Und ich bin ja genau das Gegenteil. Also Sydney ist nochmal was anderes als Willi. Ich bin ja genau das Gegenteil, ich bin in einer Beziehung. So, das heißt, für die Leute, die alle Sparten sind so halb abgestinkstert. Für die Leute, die Single sind. Willi und Sydney so da, für die Gamer auch so, Willi, Sydney. Ich bin für die Gamer und die so halt beziehungsmäßig. Sydney streamt lieber als ein Regal aufzubauen, genau. Ich durfte nicht dabei sein, aber du hast heute genau hier schon ein Date gehabt, ne? Kannst du ganz kurz mir mal, nur mal kurz Sneak Peek, was da genau abgegangen ist? Also darf ich frei raus erzählen oder so? So ein paar so Sachen, warum ich mir das jetzt anschauen sollte. Also, warum sich das die Leute anschauen sollten? Einfach, weil die Trefferquote bei 100% bleibt. Also ich hatte heute ein Blind Date sozusagen. Da wurde ich mit einer jungen, netten Dame, falls du das siehst, war mir eine Ehre, wurde ich an den Tisch gesetzt und wir haben uns nicht gesehen, wir haben uns nur gehört, durften uns so ein bisschen abtasten und haben quasi die Kennenlernphase wirklich, hat darauf beruht,
Wir haben was, ein Karteikärtchen gezogen, eine Frage, da war eine Frage und darüber haben wir dann halt geplaudert und dann am Ende hat man sich dann für entschieden, ob man sich vielleicht küsst oder man im Kontakt bleibt oder man einfach sagt, so, das war's heute nicht. Okay, dann würde ich fast sagen, dass du genau da einen Punkt machst und ich werde, genauso wie die Zuschauer, die das Ganze jetzt tun können, wir können uns jetzt dieses Video angucken. Ich bin wirklich gespannt. Du kannst es bestätigen, ich war nicht... Es war ein Brett. Also er war nicht da. Ich war nicht da, aber du kamst runter mit solchen Augen. Es muss Wahnsinn gewesen sein und Freunde, viel Spaß bei der Folge, die ist jetzt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Willi mit einer scheinbar sehr interessanten Date-Partnerin. Blind Date. Ob es einen Kuss gegeben hat, das sieht man dann. Oder mehr. Nein. Okay. Ich bin der Niklas und ich komme aus... Und am anderen Flop. Oder? Ich bin so ein lockerer Typ. Ich meine, deshalb habe ich dich ja auch dazu gefragt, ob du Bock hast. Und was würdest du so sagen? Also gibt es da eine Zahl für dich? Wie wichtig ist dir das, so eine Frau mal zu treffen? Also machst du das ganz impulsartig? 10 von 10. So wichtig ist dem das. Fast so. Es kommt atmen, essen. Nee, vielleicht sogar atmen, Frauen treffen und dann essen. So wichtig würde ich das einstufen. Oder hast du da richtig so einen Plan, dass du sagst, wow, so einmal im Monat müsste ich da schon unterwegs sein? Also, einen genauen Plan habe ich nicht. Ich bin ein sehr spontaner Typ. Wenn mir was gefällt, dann will ich das meistens. Wenn du was willst und was schätzt, dann nimmst du dafür auch Zeit. Und wenn du das alles unter einem Hut bringst, dann kann das sein, dass ich das mal zweimal die Woche dir anschaust. Anschaue, genau. Ist das... Ja. Ist so, Samstag 21 Uhr, Jan. Ich frage dich deshalb, wenn man als Mensch in der Öffentlichkeit, ist es, glaube ich, auch immer so ein bisschen schwer so zu differenzieren, wie ernst ist es jetzt vielleicht von der anderen Seite? Hat da jemand vielleicht nur Interesse an dir wegen deinem Internetauftreten? Wie filterst du das? Also ich glaube, das ist allgemein ein richtig, richtig kompliziertes Thema, weil ich mache mir den Gedanken, warum möchtest du mich kennenlernen? Also welcher Anhaltspunkt ist es? Antwortet die Frau mir jetzt, weil ich ein unglaublich sympathisches Lächeln habe? Antwortet mir die Frau, weil ich da einen blauen Haken hängen habe? Oder antwortet mir die Frau, um einfach darauf zu spekulieren, vielleicht profitiere ich von ihm oder vielleicht hat er Geld oder so. Am Ende weiß ich nicht oder kann ich immer schlecht einschätzen, warum möchte die Person mit mir Kontakt haben oder was mit mir zu tun haben. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich keine Freundin habe. Schwierig, echt nicht so einfach. Stell dir vor, so an seiner Stelle, ihr wisst ja nicht, wie ich es gerade gesagt habe, ihr wisst ja nicht, will die jetzt vielleicht ein paar Follower, will die. Es gibt viele Beispiele, Freunde, wo Personen öffentliches Lebens mit einer anderen Person zusammengekommen sind, diese Person dadurch extrem viele Follower bekommen hat und durch diese Follower ihr komplett eigenes Business aufgebaut hat. Wisst ihr, was ihr machen könnt, wenn ihr 200.000-300.000 Follower habt? Digga, dann könnt ihr Placements annehmen, das ist durch, dann ist das Ding durch. Ob das weiblich oder männlich ist, ist egal. Gibt schon sehr viele. Melle, wahrscheinlich. Melina habe ich vor diesem ganzen Ding kennengelernt, deswegen ist es ja so erfrischend. Aber bei anderen, du weißt ja nicht, wollen die Follower, lieben die oder finden die halt wirklich interessant oder wollen die irgendwie den Lifestyle, keine Ahnung, wollen die mit einem coolen Wagen abgeholt werden, wollen die in geile Restaurants, wollen die diesen Glamour-mäßig, ne? Das gibt's alles. Deswegen, das muss ich mal auch kurz sagen, sehr gut von Sydney und Willi, weil ich weiß, dass sie sich mit Damen treffen, dass die da nicht so krass Welle machen mit wem. Das ist sehr gut. Oder auch so Verlinkungen und sowas. Bruder, aber das ist doch ein großes Plus bei dir und Melina. Ihr habt euch vor dem Fame geliebt, also kann es nur 100% sein. Ja, deswegen ist es ja, ich sag ja, bei mir ist es gechillt. Ich hab Melina 4 Jahre vor meiner YouTube-Karriere kennengelernt. Digga, da war ich, da hab ich noch nicht mal richtig viel Playstation gespielt. Ist nicht so, dass ich mit der zusammengekommen bin und sie dachte, oh, aus dem könnte man vielleicht irgendwie ein E-Sportler werden. Und selbst, was ist das für eine uncoole Sache? Aus dem könnte man ein E-Sportler werden. Nee, aber bei denen ist es nochmal sehr schwieriger oder bei Personen öffentlichen Lebens. Aber die sehen ja auch gut aus, was denn? Sehen ja auch, sind attraktive junge Männer, Sydney und Willi. Das heißt, es kann ja auch nicht, es gibt ja auch, ne, vielleicht wollen ja welche auch einfach nur sagen, okay, ich finde den voll heiß, mit dem will ich mich mal treffen. Kann ja auch sein. Das ist aber, das weißt du ja so nicht. Das weißt du ja nicht. Das ist alles nicht so einfach. Nick Lugi mit einem Sub im 22. Gute Calls wie immer. Dankeschön, Nick Lugi, für den Sub im 22. Weil ich in der Hinsicht ein bisschen Vertrauensprobleme habe. Okay. Ich denke halt,
wenn ich einen Menschen an mich ranlasse, dann lasse ich ihn zu 100% an mich ran. Du hast mich ja jetzt auch irgendwo ein bisschen kennengelernt. Bei dir habe ich auch das Gefühl, ey, ich mag Kalle, dich. Mit dir rede ich über andere Themen, wie ich es mit einem mache, den ich flüchtig kenne. Ja. Und das ist ja dann auch so bei einer Frau, die ich kennenlerne, irgendwann so. Wenn ich was mit ihr zu tun habe, dann möchte ich mein ganzes Leben mit ihr teilen. Meine Ängste und meine Sorgen, aber auch die glücklichen Momente mit ihr teilen. Und die Frage ist dann, schaffe ich das, wirklich offen und ehrlich zu teilen, weil das Vertrauen dann am Ende immer so in meinem Hinterkopf ist so, ja, die nutzt mich eh nur aus. Ja, ich sehr ehrlich erstmal, das so öffentlich zu sagen, weil ich weiß, dass man dieses Gespräch nur auf der Ebene so führen kann, weil ich kann das total verstehen und nachvollziehen. Ja. Das ist so die eine Sache, also die ich so rausgefunden habe, die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, so ein bisschen einsam macht, weil es einfach so, das ist so eins der Themen, die nur du oder nur ich so nachfühlen können, ja, was wir halt nicht direkt auf Anhieb sagen können. Nachfühlen ja, aber ich glaube, verstehen können es viele. Ich sage euch ehrlich, ich würde mich sogar mit Ronaldos Hund anfreunden, wenn ich irgendwie dadurch an Ronaldo rankomme. Digga, ich würde mich von mir aus sogar mit dem Hausmeister von seiner Stadt da irgendwie anfreunden, nur dass ich da irgendwie in seiner Nähe sein kann. Das würde ich machen. Digga, ich sag mein Sohn, er soll irgendwie Kontakt mit Cristiano Ronaldo Jr. dann in Zukunft aufnehmen. Irgendwie, weil ich einen Hintergedanken habe. Stellt euch das mal vor. Das würde ich machen. Liebend gerne. Ich wäre sehr gerne Ronaldos Socke auch. Einfach nur, um ihn irgendwie ranzukommen. Das ist natürlich übertrieben, Ronaldo und Willi, ne? So ist ja nochmal ein bisschen ein Unterschied, aber Person öffentlichen Lebens. Das ist es so. Was will dieser Mensch von uns? Weil wir halt sehr oft in unserem Alltag erleben, dass Menschen auf uns zukommen, total nett. Ja. Aber nur, weil sie irgendwas wollen. Ja, was steckt... Einer schreibt, mein Sohn wird bester Freund von Lamas Sohn. Von Lana Nuades Sohn. Dahinter. Genau, was ist so der direkte Hintergedanke? Manchmal offenbart sich das sehr schnell. Manchmal kommt das aber auch erst so slightly, so irgendwie jemand hat sich in eine Freundesgruppe so ein bisschen reingegroovt und du merkst dann erst so nach ein, zwei Wochen, jedes Mal, wenn ich mein Handy raushole, wird der unruhig, weil er irgendwie darauf wartet, dass eine Story gemacht wird. Ja, sein Gesicht in die Kamera halten möchte oder irgendwie guckt, dass er ja genau dann da ist, wo dein Handy ist oder er dich immer die ganze Zeit aufnimmt und zeigt, ey, wir sind unglaublich cool miteinander. Ja, und wenn du halt bei einer Partnerin, finde ich auch, das ist der Mensch, der so ganz, 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 ganz nah und ganz intim reinkommt und da ist das halt nochmal ein viel verletzlicheres Umfeld. Ich drück dir die Daumen, Alter. Das ist echt nicht so easy, ne? Ja, aber das klingt jetzt so, als ob ich da so ein bisschen traurig drüber bin, aber also ich wünsche mir das gar, also ich wünsche mir jetzt keine Partnerin. Hast du nie den Gedanken, wenn du abends zu Hause im Bett liegst, dass du dir denkst, boah, so jetzt so jemand zum Kuscheln zum Beispiel, das wäre schon cool. Ja, aber das sind dann die 5 Minuten zum Kuscheln. Das sind diese 5 Minuten. Ich glaube, es ist auch eine Kunst, mit sich alleine glücklich zu sein. Also, das stimmt, ja. Weil ich höre so oft, dass der Partner einen glücklich macht und sonstiges, aber ich finde das eigentlich echt eine dumme Aussage, weil wenn du nicht selber mit dir glücklich bist, wie soll ein anderer Mensch dich glücklich machen? Ja, ich weiß, was er sagen will. Aber du bist im Chat, stell dir vor, du bist nicht glücklich gerade, du hattest einen scheiß Tag, du hast einen Elfer verschossen, weiß ich nicht, Philipp Kostic hat dich im DFB-Pokal 3 Tunder gegeben und dein Trainer sagt, du bist scheiße, bitte geh zurück zu Dessau und du bist sehr runtergezogen und dann kommt irgendwie Omet oder dein bester Freund oder einer deiner besten Freunde und versucht dich aufzumuntern und es hilft dir ein bisschen. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Dass, wenn es dir scheiße geht, dass eine andere Person dich komplett zufriedenstellt, das ist schwierig, aber sie kann einem helfen. Ich weiß, was du meinst, ja, ich weiß, was du meinst. So, wenn ich komplett unzufrieden bin und alles scheiße ist, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass mein Partner wieder mein Leben perfekt macht. Aber er kann dir helfen. Ey, 100%. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, 100%. Du musst glücklich sein. Da gebe ich, das ist auch so ein... Genau. Ey, boah, wir werden hier zum Beziehungsratgeber. Vielleicht neues Format. Ganz wild. Aber ich schwör's dir, ich glaube auch wirklich, dass die gesundesten Beziehungen von Menschen geführt werden, die vorher schon mit sich gesund waren. Ja. Wenn diese Menschen aufeinandertreffen, dann wird es nie so sein, dass sie nur glücklich sind wegen der Beziehung. So, ja. Und plötzlich diesen Höhenflug haben, weil diese rosa-rote Brille, die verschwindet irgendwann. Irgendwann kommt das Real Life. Ja, genau, ist ja auch so. So. Ist auch wirklich so, das ist so. Auch nochmal ein Call für die jungen Beziehungen da draußen. In den ersten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monaten, Digga, da bespringt man sich, weiß ich
technisch wie sonst was und dann brauchst du dann, ne, dann da ist man, das geht krass ab, so. Aber irgendwann legt sich das mit der Zeit und dann, wie er es sagt, dann geht diese rosa-rote Brille runter und dann lernst du den Menschen richtig kennen und sowas, das passiert. Und dann, da scheitern ja die meisten Beziehungen meiner Meinung nach. Am Anfang bist du so krass verliebt, so ein frisches, verliebtes Paar, was sich so die ganze Zeit, ne, aber irgendwann geht das runter. Man liebt sich natürlich trotzdem, aber dann zeigt einem, wie sehr du so, ja, mit der Person nicht verstehst. Und dann ist die Frage, okay, kommen deine alten Probleme gerade auch wieder, die du dann mit in die Beziehung gebracht hast? So? Ja, okay, das heißt, ich verbuche das erstmal, du bleibst 2022 auf jeden Fall mal auf dem Single-Markt und wenn die richtige vorbeiläuft, dann wird es aber auch nicht nein sein, oder doch? Boah, weiß ich nicht. Okay. Es gibt so viele schöne Frauen da draußen. nein, weiß ich nicht, ich kann es dir nicht sagen. Okay, ja, Zuschauer, ihr seid natürlich auch gefragt, Beziehungsgame, ich weiß, da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht, schreibt sehr gerne mal in die Kommentare. Ja gut, jeder kann auch eine Beziehung anders führen. Nur weil ich sage, die Beziehung sollte so und so laufen, heißt ja auch nicht, dass es so ist. Ich sage, Fernbeziehungen kann ich nicht verstehen, ist sehr schwer, aber sie funktionieren. Für manche funktionieren Fernbeziehungen. Nur weil ich es sage, heißt es ja nicht, dass es so ist. Also da draußen, jeder sollte eine Beziehung führen, wie er Bock drauf hat. Wenn ihr unbedingt, weiß ich nicht, Partnertausch machen wollt, weil ihr das zu langweilig findet, Digga, ich hätte jetzt keinen Bock darauf. Wenn ihr sagt, irgendwie, weiß ich nicht, dass ihr Pausen, ne? Also jeder kann eine Beziehung selber führen, wie er Bock drauf hat. Es gibt keine richtige Anleitung. Man kann nur sagen, wie man selbst die Beziehung führt und da kann man sich was abschneiden oder auch nicht, wie man Bock drauf hat. Ich glaube, das ist ein Thema, wo jeder... Manche sagen ja auch, ich habe kein Problem damit, dass meine Freundin feiern geht oder mein Freund feiern geht. Das gibt es sehr oft, kann ich verstehen, nur ich bin nicht so ein Typ dafür. Ich finde, meine persönliche Meinung sollte nicht so sein, aber müsst ihr wissen, es gibt viele Beziehungen, die trotzdem super funktionieren. Deswegen kannst du das alles nicht miteinander vergleichen. Ja, trefflich mitdiskutieren kann und ich bin gespannt. Mega, wieder danke für dein Zeit. Ihr kommt, ihr habt jetzt so ein bisschen unsere Haltung gehört, aber Freunde, bevor wir hier weitermachen, ganz kurz, ganz wichtig, du wolltest noch was sagen? Bitte, tut uns den Gefallen. Abonniert diesen Kanal, liked dieses Video und kommentiert, was Leroy für ein super Typ ist und wie euch das Video gefallen hat. Hier ist nämlich auch wieder diese Statistik eingeblendet. Du siehst Willi, wie viele diese Videos schauen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben. Also warum, ist die Frage. Seid ihr zu faul? Ich glaube nicht. Nehmt euch die Sekunde, drückt auf Abonnieren. Abonniert den Kanal. Support ist kein Mord an der Stelle. Leroy steckt da viel Arbeit rein. Mega Kuss. Kuss geht raus. Und weiter geht's. Billy, für dich gibt es noch so viel mehr Themen, deshalb will ich auch direkt weitermachen. Ja. Fußballkarriere, ich habe jetzt gedanklich verstanden, Nationalspieler im Juniorenbereich, schon so diesen Traum vom Profi. So, und dann gibt es natürlich in Deutschland Millionen Kids, die Bock drauf haben. Jetzt redet er über anscheinend Duck. Ja. So, das heißt, es ist einfach nicht so, und das will ich auch an der Stelle sagen, egal wie gut du gerade kickst in deiner Gruppe, es ist nicht so, dass du dann straight durch zu Bayern München in die erste Mannschaft gereicht wirst. Du bist selber auch mal ins Ausland gegangen. Ja. So, warum geht man ins Ausland zum Fußballspielen? Also so nach Rumänien oder was war das? Slowakei. Wir sagen Dubai dazu. Um uns ein bisschen schön da zu reden mit dem Wetter. Aber immer wenn ich da so drüber nachdenke, zeigt mir das immer so, alles, was im Leben passiert, passiert aus dem Grund. Mhm. Wie ich da hingekommen bin, war eigentlich durch Sydney. Sydney war zu der Zeit, bei uns beiden sind die Verträge ausgelaufen. Sydney war vertragslos, ich war vertragslos und Sydney, sein alter Trainer, hat dann zu ihm gesagt, ey, er hat da ein cooles Projekt in der Slowakei, komm mal vorbei und guck dir das an. Ich bin ja mit Sydney eigentlich immer im Austausch, ist einer meiner besten Freunde. Da habe ich mit ihm gesprochen und meinte so, und, wie ist es in der Slowakei, weil, was könntest du mir jetzt über die Slowakei sagen? Ja. Ja, ich auch. Genau so, ich auch. Und er meinte so, ey, weißt du was? Unglaubliche Bedingungen, also war von den Trainingsplätzen, Kabine, Kraftraum, Stadion, also wirklich, es geht über die Vorstellungskraft. Wenn ich dir das jetzt zeigen würde, würdest du sagen, das ist ja eigentlich Weltklasse. Manche Vereine in Deutschland haben nicht mal solche Möglichkeiten. Und da meinte er so zu mir so, ey, weißt du was, komm doch auch. Und ich so, boah, wie ich in die Slowakei? Umso mehr ich darüber nachgedacht habe, weil da war gerade so eine Phase in meinem Leben, ich persönlich hatte nicht sehr viel Probleme, aber so in meiner Familie gingen sehr viel Probleme und es war, glaube ich, auch so dann irgendwo der Punkt, wo in meinem Kopf war, ich möchte eigentlich nur flüchten. Mhm. Ich möchte eigentlich nur flüchten und ich möchte eigentlich nur das machen, was ich liebe
und worauf ich mich konzentrieren möchte und ohne, dass ich gucken muss, ey, was machst du, was passiert da? Und das war vielleicht dann so der Ort, wo ich gesagt habe, da ist nur Fußball, da kennt dich keiner, da hast du auch nichts, was dich eigentlich ablenken könnte. Und dann hat sich das eine zum anderen ergeben, Berater, mit Trainer ausgetauscht, Medizincheck erstmal nicht bestanden. Beim Medizincheck wurde ich gefragt, ob ich rauche. Ja, du klingst so, das stimmt. Ja, ich habe ja auch eine eigene Shisha-Bar. jetzt kommt der Klassiker, weil ich da Corona-positiv war. Das war Corona-Zeit, ja. Genau, ich bin quasi an einen Ort mit Sydney gewechselt, zur Corona-Hochphase, also wirklich, wo alles zu war, wo du und deine eigenen vier Wände. Boah, Corona-Zeit, Chat. Hört sich scheiße an, aber ohne Spaß, dieses Corona-Ding hat uns eigentlich so nach vorne gehauen, Social Media technisch, weil alle Langeweile hatten. Das war diese Zeit, wo man nicht raus durfte. Es gab mal einen Lockdown, da sollte man nicht rausgehen. Keine Ahnung, 2 Wochen, 3 Wochen oder so. Das war so krass. Da waren so viele Leute zu Hause, die Langeweile hatten. Die wussten nicht, was sie machen sollen. Ich weiß noch ganz genau. Das hat uns eigentlich echt geholfen, Social Media technisch. Hört sich so scheiße an, weil es eigentlich mit einer der schlimmsten Sachen so ist, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Aber das hat uns so heftig nach vorne gekloppt. Euch Blindkanten. Corona war Eli Prime? Nee, jetzt ist gerade Eli Prime. Das war das größte Sprungbrett, was es gab. Jetzt ist Eli Prime. Wir haben so viele krasse Formate und so. Aber damals war das absolute Sprungbrett. Ich weiß nicht, ob wir so weit geschafft hätten, Willi, Sydney und ich, ohne Corona. Ja. Also rein Social Media Technik. Bin ich in die Slowakei gewechselt und meine erste Trainingszeit, du hättest mich sehen müssen. Ich war rot, kaputt und habe gedacht, ich werde das nie mehr in meinem Leben schaffen. Nach dem Aufwärmprogramm war ich in der Kabine gelegen, quer und musste mich erstmal sammeln. Dann habe ich meine Trainingseinheit fertig, gehe zum Medizincheck, muss einen Lungenfunktionstest machen und ich gebe alles. Ich puste hier rein und denke mir so, da hast du performt. Und dann kommt der Arzt zu mir und sagt so, are you smoking? Ich so, no. Und dann war das nämlich nochmal kritisch, dass überhaupt der Verein mich nimmt. Ja, logisch. Weil sie meine Fitnesswerte gesehen haben. Du warst ja kein kranken Spieler unter Vertrag. Genau. Das heißt, ich musste, weil ich Corona-positiv war, wieder nach Deutschland reisen, um erstmal da wieder Quarantäne zu machen. Bin dann wieder 2 Wochen weg. Und im Fußball, oder du weißt es auch beim Sport, das ändert sich alles Tag für Tag. Natürlich. Wenn ich nicht vielleicht heute unterschreibe, dann ist der Nächste, der jetzt vielleicht eigentlich fertig ist, aber nur an der zweiten Wahl war. Ja. Und dann sitzt du zu Hause und denkst dir, ey, boah, nicht mal das klappt. Nicht mal das klappt. Ja. Aber dann ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und jetzt, zurückblickend, war es einer der schönsten Zeiten. Auch wenn ich noch kein Wort Slowakisch kann, aber ich habe mir da die Spiele zu Hause angeguckt, von FC Dag, nur um Sydney und Willi spielen zu sehen, Digga. Ich hatte Angst, dass ich da irgendwelche verrückten Viren auf meinem PC bekomme, dass meine ganzen Passwörter gleich gehackt werden. Und dann hat mich die ganze Zeit irgendjemand auf Slowakisch angeschrien. Ich habe kein Wort verstanden. Ich war 24 Stunden mit Sydney. Ich glaube, die Zeit hat uns beide auch als Person und als Mensch sehr geprägt. Mhm. Weil wir von zu Hause weg waren, im Ausland weg waren und wir eigentlich auch das gemacht haben, was wir beide lieben. Fußball spielen und gestreamt. Ah, das Streamen hat in der Zeit auch angefangen, ne? Das ist ja das Lustige. Ich komme ja gar nicht aus der YouTube-Bubble. Also, ich habe keine Ahnung, was YouTube angeht. Also wirklich, noch manchmal heutzutage, ich kenne so wenig YouTuber. Klar kenne ich die man kennen sollte, aber wo ich angefangen habe, war die einzige Person, die ich angeschaut habe, Sydney. Klingt blöd. Das klingt sehr blöd. Ich weiß, jetzt mittlerweile, der macht ja auch so ein paar Vlogs, so, ja. Die sind unterhaltsam, aber so damals, keine Ahnung. Ja, so. Er war ein Elite-Chat. Der hat einfach Fortnite gespielt. Okay. Und ich habe auch Fortnite gemocht, weißt du, es hat mir immer Spaß gemacht und so. Keine Ahnung, ich habe Sydney angeschaut, da hat er schon gestreamt und ich habe den immer einfach nur zugeschaut. Ich war stiller Zuschauer. Ich habe mich amüsiert. Der hat da sein Fortnite gespielt. Und irgendwann war dann so, wo ich mir gedacht habe, ey, ich zock auch gerne.
ich kann auch ein bisschen Kacke labern und auch... Nee, ich glaube, das war jetzt bevor ich Sydney... Ich kenne Willi noch gar nicht so krass lange. Ich habe Willi kennengelernt, ich meine im Jahr 2020 oder 2019. Eins von den beiden. Ich glaube, zum ersten Mal gespielt PlayStation mit ihm war 2019. Und ich glaube, 2020 haben wir dann zum allerersten Mal zusammen gestreamt. Ich kann mich da... Mykonos. Welches Jahr war Mykonos? Das war doch 2020, oder nicht? Und auf Mykonos habe ich ihn zum allerersten Mal richtig gesehen. Hier hattest du tatsächlich noch gar kein Bart, aber jetzt hast du ja einen Vollbart zum Glück. Erste Idee war ein Köpfer bis ans Ende, ja. Aber es ist zu weit. Also du wolltest einen Körper bis zum Ende machen. Gute okay, dann, okay, dann sagen wir jetzt einen seitlichen Fort mit einer guten Landung, wie du das... Ja, probiere ich. Also danke, ich kann Bro, ich gar bitte, Bro. Seitlicher Salto mit seitlicher Landung. Das war echt ein geiler Vlog, Digga. Also es ist auch geil. Viele sagen so, ja, pack doch mal die Kamera weg und keine Ahnung was. Wisst ihr was? Ich guck mir das Ding in 5 Jahren an und denk mir, boah, war das geil. Das ist ja jetzt schon lustig zu sehen und das ist 2 Jahre her. Warte mal ganz kurz. Das ist wirklich fast genau 2 Jahre her. Digga, ich kenne Willi. Ich habe Willi zum allerersten Mal vor 2 Jahren gesehen. Vor 2 Jahren, so diesen Zeitraum, vor 2 Jahren. Aber das Komische bei Willi und mir war, ich will ihn jetzt nicht in den Arsch kriechen, du bist ein Schwanz, Willi, aber Willi und ich haben uns direkt verstanden. Kennt ihr das? Wenn sich Freunde von Freunden so auf Krampf, so, es ist so unangenehm, so vielleicht, wenn man so mit denen in einem Raum ist. Digga, bei Willi und mir, ich glaube, ich habe mit Willi am meisten gechillt in diesem Urlaub. Das war ganz komisch. Wir haben uns sofort verstanden. Ich bin mit ihm alleine irgendwann mal, nachdem wir... Völlig, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich habe geholt, an meine PlayStation angesteckt. Was willst denn du jetzt hier, Manfred? Und habe ich schlechtes Gameplay gestreamt. Aus der Slowakei? Ja, nee, aus Deutschland, aber dann in der Slowakei richtig durchgestartet. Okay. Das war alles so, das war ruckzuck. Deutschland, Corona angefangen. War aus meiner Sicht ein Segen, für viele auch ein Fluch, weil ich weiß, die Krankheit, aber für mich war es, nur deswegen bin ich aufs Zocken wieder so zurückgekommen. Streaming angefangen, Fußball, Lotte noch die letzten 6 Wochen gespielt. Wir waren im Urlaub in Mykonos, Sydney, Eli, Jordan, ich, Jordan, seine Brüder waren da im Urlaub. Sydney bekommt den Anruf in die Slowakei. Ich so, oh, weiß nicht. Und dann... In der Slowakei, Sydney, sorry, guck ich mir gleich an. Sich auch dafür entschieden, auch hinzugehen und dann, ja. Und dann dort durchgezogen. Ja. Wahnsinn. Also erstmal großen Respekt, als so junger Mensch dann auch so einen Step zu machen, weil du hast, zu Hause hast du Freunde und alles, was dich da hält, du weißt genau, du kennst die Umgebung und dann zu sagen, okay, ja, ich wage so einen Schritt in so ein Land, wo ich die Sprache nicht beherrsche, wo ich wirklich keinen Peil habe, wo ich nur diesen Verein habe und diesen einen besten Freund, so mit dem ich mich da irgendwie durchschlagen muss. So, ich weiß nicht, hat es sich finanziell gelohnt? Prämien waren super. Wir haben auch Vereinsrekorde da aufgestellt. Also finanziell war es auch besser, ja. 20% okay. Steuern. Okay, ja gut. Wow. Dann hat es sich von der Hinsicht gelohnt. Trotzdem ist es ja auch ein großes Risiko, weil wenn du in Deutschland spielst, bist du natürlich auch auf dem deutschen Radar irgendwo. Also ne, da gucken Trainer einfach viel schneller mal in der Liga drüber. In die Liga drunter, wen könnten wir noch hochholen und so. Oder du kannst, also das ist einfach, du hast viel kürzere Wege, wenn du raus ins Ausland gehst. Ja. Aber das ist, glaube ich, und genau das ist das Ding, das ist, glaube ich, so ein bisschen die falsche Denkweise. Weil soll ich dir was erzählen? Schieß los. In Deutschland ist es so, steckst du in der dritten Liga, es gibt sehr selten den Wechsel aus der dritten Liga in die erste Liga, Spielerwechsel. Von dritter in die erste ist ja, sehr, 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 sehr schwer. Entweder ist es so, du schaffst es, eine Drittligasaison zu spielen, wo du richtig gut bist, dann findest du einen Zweitligaverein. Oder du schaffst es, mit deinem Verein aufzusteigen. Mhm. Aber sonst ist es brutal schwer, aus dieser dritten Liga vielleicht in Frankreich zu landen oder in Belgien. Weil keiner in Belgien, in Frankreich oder in Holland guckt in die dritte Liga. Jetzt musst du aber bei uns aufpassen. Ich war in der Slowakei. Wir haben Europa League Quali gespielt. Das heißt internationales Geschäft. Wir haben in der Liga um die Meisterschaft gespielt. Und plötzlich hatte ich Angebote aus Dubai, Frankreich und Deutschland. Andere aus meiner Mannschaften hatten Angebote aus. Der eine ist nach Russland gewechselt. Ja, stimmt. Wie hieß der nochmal? Ich hab vergessen, wie der heißt. Der war gut. Der ist nach Russland gegangen. Dann ist Schäfer ist zu Union gewechselt. Ramirez, stimmt. Ramirez ist in eine russische Liga gegangen. Der andere ist nach Dänemark gewechselt. Und der andere nach Italien. Und der andere in die Bundesliga. In die Bundesliga? Ja, Union Berlin. Stark. Und jetzt musst du überlegen, dass diese Wechsel entstehen nur, weil sich andere Leute da die Liga anschauen, um vielleicht dann diesen einen Spieler zu finden, der
preiswerter ist, der hochtalentiert ist, aber einfach nicht das Glück hatte, in Deutschland zu spielen. Okay, und wenn andere Spieler zum Beispiel dann zu Union in die erste Bundesliga gegangen sind, warum bist du bis dato kein Bundesligaspieler? Kannst du ja mal eine Frage, Umfrage machen. Köln, was ist? Frankfurt, was ist? Frankfurt aus dem DFB-Pokal gehauen. Den Europa-League-Sieger haben ja, wir auch Decker. Dann ja, seid ihr eigentlich Europa-League-Sieger. Ja, ne? Ja, rein theoretisch. Und besser als Barca. Ja, ja, also. Nee, aber jetzt ich frag dich mal ganz, ganz selbstkritisch. Was glaubst du, fehlt dir zum Bundesliga-Profi? Ich glaube, sehr, sehr selbstkritisch und ich bin sehr, sehr reflektiert und ich bin sehr, sehr ehrlich zu mir. Was meine Mentalität angeht, bin ich Champions League. Ja. Aber beim Fußball gehört auch manchmal mehr als zu nur Mentalität. Ich glaube, was der große Unterschied ist, ist dann, glaube ich, auch ein bisschen so die technische Begabung. Mhm. Was Spieler, wenn du auf ganz hohem Niveau anschaust, zum Beispiel ein Joshua Kimmich, ein Serge Gnabry, das sind ja Spieler, die alles in einem unglaublichen Tempo machen und immer in unglaublichen Druckphasen ganz schnelle und gute Entscheidungen treffen. Das macht ja das trennt ja nochmal alles. Aber einerseits auch, warum ich nicht in der Bundesliga bin, glaube ich auch ein paar Entscheidungen in meiner Karriere, die ich getätigt habe. Okay, wo hättest du anders abbiegen müssen? Mit 18. Da war ich vor Nürnberg und da war die Entscheidung, ob ich meinen ersten Profivertrag in Nürnberg unterschreibe oder wechsle. Hättest du ihn unterschreiben sollen? Naja. Aber im Nachhinein ist, ich bereue nichts. Ja. Ich bereue nichts. Ja. Im Nachhinein ist man immer schlauer, weil mit 18 hab ich mich treiben lassen vom Geld. Weißt du, also, keine Ahnung. Beispielsweise, du kriegst einen Profivertrag, da verdienst du 5.000 jetzt mal, so als junger Spieler, oder sagen wir 5.000 Euro. Und du weißt aber, ey, der bekommt 10.000. Seht ihr, ich hab doch gesagt, zwischen 5 und 15.000 Profivertrag, erster Profivertrag. Da gab's gestern schon wieder so utopische Zahlen. Wenn Sydney, wenn du hier drin bist, du weißt gar nicht, was manche Leute da draußen denken. Die denken, das dann, so dachte ich früher auch. Als du mir dann so ein paar Sachen auch erzählt hast, so, was du auch so gehört hast. Bruder, dass die denken, wenn du, sobald du einen Profivertrag unterschreibst, dass du Millionär bist. Das ist ja nicht so. Du verdienst gutes Geld, aber jetzt keine Ahnung, Millionen oder so. 1.000. Und ich bin ein Typ, mir geht es sehr, sehr viel um Wertschätzung. Also ich muss nicht jeden Tag hören, was ich für ein geiler Typ bin. Wäre natürlich schön. Aber was gibt es denn für Wertschätzung im Fußball? Weil Uli Hoeneß hat sich da ja auch schon mal trefflich jetzt mit einigen Spielern so medial gestritten, weil er sagt, ey, der zweite wenn Vertrag die Spieler ist es, um Wertschätzung... Ich sage es immer wieder, der zweite Vertrag saved es dir ab, komplett. Schlotte, Karim, das sind diese Größe, wenn du als Profi dann den Schritt machst und gestandener Profi wirst und dann diese nächste Unterschrift halt oder einfach verlängerst oder so. Bitten, dann ist es halt einfach nur noch Geld. Es geht so zu 99%. Oh Manu, jetzt verdreh mir nicht meine Wörter im Mund, sonst wirst du ganz dick getimeoutet, weil solche Clips gehen dann immer auf TikTok viral und dann heißt es, dass ich arrogant geworden bin. Ich habe gesagt, dass die denken, dass man 1 Million verdient. Manu, du schreibst jetzt rein, achso, tut mir leid, Sir. Nur um, habe ich einen Gehalt, was höher ist als schlechtere Spieler in meiner Mannschaft haben. So. Yeah. Also aus meiner Sicht schlechtere Spieler. Wenn ich Stammspieler bin, dann will ich auf jeden Fall mehr verdienen als alle, die auf der Bank sitzen. So. Und das ist dann, weil dieses, dass der Trainer dich mag oder dir gut zuredet, du weißt selber, wie viel heiße Luft das mittlerweile auch ist, wie wenig das ein Spieler wert ist. Was ist denn diese Wertschätzung? Bei mir war es damals so, ich war 18, kam aus der Jugend. Und ich war Kapitän in der U19, also ich war Führungsspieler und ich habe 10 Jahre in diesem Verein gespielt. Er hat, okay, gut. Und dann kommt der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte zu den Profis. Ich möchte ab jetzt voller Fußballprofi sein, Kadermitglied. Ich möchte da oben hin, wo ich damals immer zugeschaut habe als kleiner Junge und möchte sagen, ey, der hat's geschafft, das ist unser Junge aus der Jugend. Dann gehe ich in das Büro und bekomme gesagt, ja, dass du nur für die zweite Mannschaft spielst, dass ich nur für die zweite Mannschaft eingeplant bin. Und dann war halt für mich so wie zweite Mannschaft, so, Jungs, wie zweite Mannschaft. Also es war für mich nicht nachvollziehbar. Ich muss auch so offen und ehrlich sagen, ich war zu gut für die zweite Mannschaft. Und dann war das für mich der Punkt, boah, meine Leistung wird nicht respektiert, nicht gewertschätzt oder wird nicht anerkannt. Ein bisschen Anerkennung. Und das spiegelt sich nicht in Geld wieder. Weil ob ich 5.000 verdiene oder 8.000 am Ende, klar, aber das macht... Also du hättest auch für 5.000 in der ersten Mannschaft unterschrieben? Ja, hätte ich auch. Okay.
Und hätte man aber anfangs von Anfang an so mit mir kommuniziert, weil dann habe ich gesagt, hey, ich will, unterschreibe den Vertrag nicht. Und plötzlich bekomme ich einen Anruf von einer höheren Person noch im Verein und die sagt zu mir so, an was liegt's denn? Ich sag, ja, mir wurde gesagt, dass ich keinen Profivertrag hier bekomme und dass ich nicht bei den Profis bin. Und das werde ich nicht machen. Und dann sagt er, wie? Das stimmt doch gar nicht. Ich so, nee, fragen Sie doch hier links. Ach, da waren die sich uneins. Ja, da waren sie, genau. Und das war dann so, ist für mich so Wertschätzung, Vertrauen, Respekt. Das ist für mich das Wort, das spiegelt sich raus. Ja. Ist aber auch wichtig, Wertschätzung, Vertrauen ist ein sehr gutes Wort. Das habe ich bei Hertha BSC zum Beispiel auch nicht gespürt. Deswegen, viele denken ja auch, dass ich Hertha hasse. Das stimmt nicht. Ich habe nur ein persönliches Problem mit damals den Verantwortlichen. Ich habe Hertha wirklich, also die haben mir keine Wertschätzung geschenkt. Jetzt für euch mal draußen, damit ihr das auch mal aus meiner Sicht versteht, ein bisschen nochmal, kurz eine Minute. Wertschätzung, ich bin damals von Hertha gegangen. Nicht, weil ich gehen wollte oder so. Ich habe Hertha gesagt, ich bleibe. Ich würde bleiben. Das war noch vor Focus, bevor ich überhaupt daran gedacht habe, zu Focus zu gehen. Ich wusste ja nicht, dass das so ist. Und dann habe ich zu Hertha gesagt, macht mir mal bitte ein Angebot. Ich muss mich umhören. Was geht so? Und die meinten zu mir, das war im Mai oder April so, Mai, April. Mein Vertrag lief, keine Ahnung, noch 3 Monate oder so, 4 Monate. Ich meinte, Jungs, mein Vertrag läuft aus. Ich bin momentan sehr gut drauf, Social Media technisch. Da war ich so in der Top 10 im Streaming-Bereich ungefähr. Und das ist krass für FIFA-Verhältnisse. Und dann haben die gesagt, und ich zitiere, ja, also mein Chef für den E-Sport, der wollte mich haben, der hatte Bock. Und er musste aber, das hat er nicht entschieden. So diese ganzen Zahlen und so, das entscheidet er nicht. Und dann wurde ihm gesagt, ja, er muss 3 Monate warten, bevor wir ihm ein Angebot machen können, weil wir noch nicht wissen, wie das alles nächstes Jahr ist und so. Da meinte ich, ja, ich kann das verstehen, wie viel Budget die haben, ne, für das nächste Jahr. Da meinte ich, ja, das kann ich verstehen und so, aber ich muss mich ja trotzdem umhören, so. Ihr müsst mir irgendwas sagen. Und da meinten die, nein, das geht nicht und so. Wir können dir frühestens in 2-3 Monaten ein Angebot machen und das wäre dann 1 Monat vor meinen Dings. Ich habe gesagt, ich habe ganz, ganz viele andere gute Angebote, ihr müsst mir irgendwas geben. Und sie haben mir keine einzige Zahl genannt und mir ging es gar nicht darum, ob sie mir 20.000, 30.000, 5.000, 2.000, sondern sie haben sich nicht, also nicht die E-Sport-Abteilung, sondern die von ganz oben haben sich einen Scheißdreck um mich gekehrt. Das war so das, was mich sehr gestört hat. Und dann meinte ich zu denen irgendwann so im Mai, gut, wisst ihr was, ihr braucht mir auch kein Angebot machen. Ich mache was anderes. Und als das dann so, dann bin ich ein bisschen mit Mo im Austausch gewesen. Und dann kam die Situation, dass ich auch einen eigenen E-Sport-Verein gründen wollte. Und das hat man dann so irgendwie so mitbekommen, so in der Szene da so intern. Und dann habe ich mit Dennis geredet. Und Dennis kenne ich ja. Dennis hat mir meinen allerersten E-Sport-Mini-Vertrag gegeben. Das war bei Stark damals. Also ich kenne, Dennis ist die Person, die ich seit Tag 1 kenne im E-Sport. Und so kam es dann alles zustande. Und deswegen habe ich mich gar nicht wertgeschätzt gefühlt, weil ich ja auch bei Hertha groß geworden bin, aber sie haben das einfach null geschätzt, 0,0. Das hat mich sehr gestört, deswegen zum Thema Wertschätzung. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich war ein Jahr bei Hertha unter Vertrag. Ich kann euch nicht sagen, wie viel ich verdient habe. Ich glaube, ich dürfte es sagen, aber ich sage es euch nicht. Ich hätte woanders, und das ist kein Joke, fast das Dreifache verdient, fünfstellig, und hätte da eine Wohnung bekommen und sogar ein Auto und sowas. Und ich habe das abgelehnt, weil ich bei Hertha bleiben wollte. Und das hat Hertha gewusst, und sie haben trotzdem, haben sie mir das Jahr darauf, das war denen scheißegal, haben die kein Angebot gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, meine Sachen zu packen. Tough. Also alles andere als leicht, ne? nach 10 Jahren in einem Verein. Aber ja, vor allem auch von zu Hause weg, weißt du? Ja, Manu, vielen Dank für 5. Ich glaube, das war genau das Gegenteil von dem, was du dir so eigentlich erträumt hast. Aber so ist halt auch dieses Fußballgeschäft. Ich meine, mittlerweile hast du viele, viele Stationen so hinter dir. Und ja, ich glaube, über Fußball kann man noch Stunden reden. Mittlerweile spielst du in Mannheim, das kann man sagen. Es gibt Leute, die, habe ich auch schon sagen hören, dass du Waldhof Mannheim bist, weil wenn es um Social Media Beiträge geht, ich weiß, da kannst du jetzt nicht so viel zu sagen, ich sage das jetzt so ein bisschen, die Beiträge, wo du selber drin bist, die kriegen unfassbar viel mehr Likes, und die Seite von Waldhof Mannheim ist auch enorm gestiegen und gewachsen, also der Social Media Auftritt, der war vorher halt so, der war irgendwo da, und jetzt ist er halt voll präsent, weil du halt Spieler bist. Also man kann das richtig daran ableiten, dass du in den Verein gestoßen bist als bekanntes Gesicht aus der Streaming-Industrie. Industrie, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist
ist vielleicht auch so ein neues Zeitalter. Also ne, auch für den einen oder anderen Bundesliga-Verein, der sich vielleicht denkt, wir wollen uns marketingtechnisch und spielerisch natürlich auch weiterentwickeln. Zwei Faktoren, die ich hier mitbringe. Bringt der Mann mit, das Komplettpaket. Da bin ich mal gespannt, ob wir dich vielleicht in der nächsten oder übernächsten Saison nochmal irgendwo jetzt im Oberhaus... Jetzt komme ich, eine Minute. Eine Minute Zeit. Okay, jetzt haben wir ja Nico. Mein Ziel. Gleichzeitig hast du aber dieses Streaming-Ding gestartet. Da würde mich interessieren, es ist ja so, dass du das mit ne, über Sydney kennengelernt hast, Eli dann auch über Sydney kennengelernt hast. Und Eli ist ja so ein bisschen der Antreiber. Da machst du auch kein Hehl draus. Den habe ich ja auch ganz, ganz früh in seinem Werdegang so, schon kennenlernen dürfen. Und er ist in dem Trio auch so der Kopf, würdest du sagen. Ja, also keine Ahnung, wie ich das... Ich habe es schon mal probiert, so ein bisschen zu erklären. Ich glaube, wir drei sind könnten nicht unterschiedlicher sein, aber am Ende sind wir doch so gleich. Also wir haben ganz verschiedene Charaktere. Zum Beispiel Eli ist 8 Jahre in einer glücklichen Beziehung, hat eine wundervolle Frau, die passen wirklich zusammen, wo ich sage, ey, das freut mich, das sowas zu sehen. Und dann siehst du mich und Sydney. Katastrophen, ja. Unglaublich super, zwei Jungs. Aber du weißt ein bisschen, was ich meine und ich glaube auch, die Leute verstehen das. Und normal ist das ja dann nicht so praktisch, wenn Eli in einer Beziehung ist und diese zwei Chaoten, die sind dann so Freigeister oder auch in so gewissen Lebenseinstellungen. So Eli ist so, der hat eine Flipchart zu Hause, der schreibt sich einmal die Woche drauf, was gemacht werden muss. Der stellt sich das auch alles immer so bildlich vor. Wenn ich so Sydney sage, was machen wir, kriege ich um 15 Uhr eine Nachricht, wie er verschlafen mit seinem Kater aufsteht und sagt, ja, ist mir egal. Das ist halt wirklich genau so, Digga. Wenn du ihn anrufst, FaceTime, dann geht er da so ran mit seinen scheiß angeschwollenen Augen jedes Mal. Aber das ist es ja. Wir ergänzen uns sehr gut, wir drei. Wir sind verschieden, aber so... Es ist ja eigentlich zum Beispiel so, Melina findet es auch lustig. Vielleicht denken voll viele so, Melina mag Sydney und Willi nicht, weil die so viele, ne, mit vielen anderen... Die findet die witzig. Die findet es lustig, diese Dreierfreundschaft mit den beiden, weil wir uns echt gut ergänzen. Es ist eigentlich voll verschieden, aber so ein gutes Zusammenspiel. So. Toni Kroos ist, glaube ich, anders gestrickt als, keine Ahnung, Karim Benzema oder sowas. Kommen trotzdem gut. Jeder macht sein Ding. Aber um dieses Trio, so um ein bisschen da so die Rollen, so Eli ist so wirklich der Macher, der ist ehrlich, offen, direkt und haut da was raus, egal wer vor ihm ist. Er ist da so ein bisschen der Treiber. Das schätze ich an ihn und lieber an ihn. Sydney ist der so die frohe Natur, so wie ein Regenbogen. Freigeist, der lebt, der macht einfach, wirklich. Kannst du dir vorstellen. Also ja, so weißt du. Und ich bin so eine gesunde Mischung. Ich bin auch sehr locker und sehr entspannt, aber ich packe auch gerne an. Ja, ihr habt ja mittlerweile bist ja selber auch unter die Unternehmer gegangen. Da habe ich auch gleich noch einige Fragen an dich. Wenn du jetzt diesen ganzen Social-Media-Erfolg siehst, wie viel... Denkst du, ein Vierter kommt dazu? Nein, das kann auch gar nicht passieren. Digga, wir drei, also natürlich holen wir immer mal so Eldos dazu, aber so diese Dreier-Konstellation, so wir drei, ich glaube, das gibt es auch im ganzen so Streaming-Ding. Natürlich sind sehr viele gut miteinander befreundet und alles, aber ich glaube, wir sind die Einzigen, die zusammen Unternehmen und sowas haben, oder? InScope hat mit Tim Gabel ein Unternehmen, aber so gibt es, wisst ihr, was ich meine? Amar hat mit Trimax ein Unternehmen, aber guck mal, wie viel wir mit einem, das hat ja gar nicht so mit mittlerweile mit Dings da zu tun, so mit, wir haben aus unserer Freundschaft haben wir irgendwie auch ein Business gemacht. Ist schwierig zu erklären. Broskis und die Teasy, stimmt. Aber ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich sage, dass wir drei uns, denke ich, nie wieder, also wir könnten gar keinen Vierten dazu holen. Wie soll das gehen? Das würde nicht passen. Das würde, denke ich, nicht passen. Wir sind sehr gut mit allen anderen, aber so dieses Dreier-Ding, ich habe das ja schon mal gesagt. Ohne Spaß, es kann kommen, wer will, ein Monte, ein Amar, ein Trimax. Wenn ich mich immer für einen entscheiden müsste, ich schwöre, ich würde immer Willi und Sydney nehmen, das habe ich schon mal gesagt. Egal, was passiert. So, das habe ich schon oft gesagt und das ist auch so. Ich würde mich immer für die entscheiden. Auch ob ein Eldos, ein Mo oder sonstiges oder das ist immer so, das ist auch die Grundlage einer guten Freundschaft. Wenn ich irgendwas mache, egal was,
ich frage immer Willi und Sydney zuerst. Egal was. Das ist das Wichtigste in einer Freundschaft, Vertrauen. Und ich weiß, dass Willi und Sydney immer mich fragen würden, wenn irgendwas ist. Außer bei Fortnite-Turnieren, da ficken die mich immer und die beiden spielen zusammen. Nehme ich mit, habe ich registriert. Aber sonst ist das die, ich weiß, ich kenne, Freunde, Willi kennt zwei, drei Sachen über mich, die kennt keine andere Person, nicht mal Sydney. Ich kenne Sachen, obwohl doch Sydney kennt es auch. Also nur diese Personen kennen und ein Timo zum Beispiel. Aber sonst gibt es niemanden. Ich kenne Sachen über Willi und ich weiß auch Sachen über Sydney, die weiß keiner. Und die wissen Sachen über mich. Das ist wichtig. So, das ist der nächste Schritt. Wie viel davon oder wie viel davon? Melina weiß jeden Scheiß über mich. Also über Melina brauchen wir natürlich nicht reden. Wir reden hier gerade über Freundschaft. Also mit, ne? Und dabei gebührt letztendlich Eli, also was glaubst du, wie weit wärst du im Social Media Erfolg siehst, wie viel entspannt, aber ich packe auch gerne an. Ja, ihr habt ja mittlerweile bist ja selber auch unter die Unternehmer gegangen. Da habe ich auch gleich noch einige Fragen an dich. Wenn du jetzt diesen ganzen Social Media Erfolg siehst, wie viel davon oder wie viel Dank dabei gebührt letztendlich Eli, also was glaubst du, wie weit wärst du oder wie weit wären Sydney und du, wenn es Eli so als Antreiber, der schon ein bisschen vorangelaufen war, nicht gegeben hätte? Da muss ich auch ganz kurz was dazu sagen. Voll viele Dank, immer so bla bla bla. Ohne Sydney damals wäre ich niemals auf YouTube groß geworden, ohne Sydney und Jordan. Natürlich gibt es ein paar, jetzt 1 Milliarde Leute, aber Sydney hat mir damals geholfen, als ich 0 Abonnenten hatte. Er fand es selber lustig und da hat Sydney mir übertrieben geholfen. Ich konnte reinschreiben, Fußballprofi bla bla bla. Da hat er mir sehr viel geholfen. Da hat auch niemand irgendwas gesagt. Bei Willi, meine Streams sind ja viel lustiger, auch durch Willi. Und meine und seine Streams sind lustiger durch Sydney und mir. Und Sydney Streams sind lustiger durch Willi und mir. Also wir supporten uns ja gegenseitig. Es ist ja gar nicht so, dass ich ihn krass hochziehe. Klar, ne, so ein bisschen Reichweite gibt man schon, aber meine Streams sind ja auch besser durch die. Oder meine Stories auf Insta und sowas. Das ist ja alles, ist ja, beruht sich ja auf Gegenseitigkeit. Durch mich, immer und only rein. Also ich glaube, um da Sydney nicht klein zu reden, also ich kommuniziere das immer offen und ehrlich und ich bin da auch immer auf dem Boden der Tatsachen und ich werde, und das ist so ein Satz, den ich mir immer vor Augen führe, man sollte nie vergessen, wo man herkommt. Ja. Und so ehrlich muss ich sein, dass ich den zwei überhaupt das Ganze zu verdanken habe, wo ich jetzt bin. Natürlich, irgendwas muss ich ja auch selber können. Also, nur, die können ja nicht nur immer sagen, ey, guck mal, der ist ja super, super, super. Irgendwas muss ich auch können. Aber diese zwei sind, haben mein Leben so extrem beeinflusst in so vielen Aspekten, die unglaublich sind. Deswegen sage ich immer, ohne die wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und das ist auch voller Fact. Deswegen, ich sag, selbst wenn mir irgendwann mal der Tag kommt, wo wir nicht mehr befreundet sind, ich werde immer noch Danke sagen für das, was ich jetzt habe. Oder auch wenn mal irgendwas im Leben ist, es ist bei den Jungs, du hast meinen Freundeskreis jetzt so ein bisschen kennengelernt, bei den Jungs, und da spreche ich auch für Sydney und Eli, wenn die mich um 3 Uhr nachts anrufen und es wirklich ein ernstes Thema ist, dann werde ich mich in mein Auto setzen und werde um 8 Uhr früh vor denen ihrer Haustür stehen und für die da sein. Also das sind Menschen, für die würde ich mein letztes Brot und mein letztes Schluck Wasser teilen. Also so würde ich die in meinem Herz, haben sie so einen Platz, und ich werde auch immer für die sein. Ja. Selbst wenn du eine andere Ansicht hast, sage ich, nee. Ja, das wollte ich auch sagen. So, selbst wenn irgendjemand sagt, Sydney und Willi sind voll die Opferkinder, die haben irgendwas, ich würde trotzdem sagen, ja, aber trotzdem, ich bin auf deren Seite. Und das ist der Unterschied, Freunde. Ihr werdet auch Freunde haben und beste Freunde. Und unter besten Freunden, ich streite mich sehr oft mit Sydney. Mit Willi streite ich mich gar nicht so oft, aber da ist der Unterschied. Selbst wenn ihr euch schlägt, so, das ist hier gerade ein kleiner Talk zur Freundschaft. Das ist wichtig, weil sowas findet man nicht so krass oft. Wenn ihr einen guten Freund gefunden habt, dann versucht wirklich denjenigen nicht mit irgendwelchen verrückten, so ganz schlimmes Thema ist Geld. So, ich glaube, bei so Geld und Frauen zum Beispiel. Geld und Frauen ist, glaube ich, ein Grund, wo das sind eine der wenigen Gründe, wo Freundschaften kaputt gehen könnten, so sehr krasse Freundschaften, wenn irgendwie ihr eine Freundin, wenn ihr die Freundin von einem Freund anmacht oder so, das macht man nicht, oder Geld, ihr bezieht jemanden ab oder so, aber sonst immer, alles andere so versuchen immer zu klären, so bei den anderen Sachen, ja, sowas. Versucht, eure Freundschaften zu pflegen, weil sowas findet man nicht oft. Hier, das hier. Selbst wenn ich im Recht bin. Ja, 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 ja. Überleg nochmal. Ja. Und
am Ende profitieren wir alle von uns. Also profitieren wir drei von uns. Wir bringen lustige Sachen bei Eli in seinen Stream. Ja. Eli bringt lustige Sachen bei uns in den Stream. Siehst du, also ich habe das gerade gesagt, vor 2 Minuten, ich habe das Video nicht angeguckt. Eli ist der größte Streamer Deutschlands. Sydney ist die coolste Socke Deutschlands. Eli ist nicht nur der größte Streamer Deutschlands, sondern der 7. größte der Welt aktuell. So das habe ich gesehen. So ein, ganz wild. Aber ihr seid da halt, ihr seid mit als Trio so in diese Streamer-Ecke so reingepusht. Und ich habe das Gefühl, ihr übernehmt den Laden gerade so ein bisschen. Ja. Also so das Ganze jetzt innerhalb von einem Jahr und wo wir in einem weiteren Jahr stehen, da bin ich echt, echt gespannt. Und mit dieser Reichweite lässt sich natürlich auch viel Geld verdienen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie offen du selber damit umgehst. Dein Gehalt kann man, glaube ich, also ein Fußballgehalt kann man online Komm, ich sag mir den Sub im 10. Ja, kann man nachschauen, könnt ihr ja mal gucken. Ja, super. Was finden wir da? Ja, komplett unrealistisch. Aber ich weiß gar nicht, woher solche Daten kommen, weil jeder Vertrag ist ja verhandelt. Ja. Also entweder hätte mein Berater den Wikipedia-Eintrag gemacht oder ich selber. Oder mein Sportdirektor. Der Sportdirektor. Ja. Irgendwo kommt es ja immer raus. Ja, aber das, was im Internet steht, stimmt leider nicht. Okay, also musst du deine Brötchen, wenn du es flott hinter dich bringen willst, woanders verdienen. Nicht mal so, also es ist echt wenig. So, also nicht falsch verstehen, aber für einen Fußballprofi ist es wenig. Okay. Da verdienst du, glaube ich, als Maler-Lackierer gefühlt mehr. Echt? Ja, so wie, also mir wurde das einmal im Stream gezeigt und habe ich gesagt, wie soll ich denn da leben? Ja. Also es war krass. Echt wenig. Also ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl deswegen. Aber ja, ich kommuniziere offen und gerne über Geld, aber ich finde es immer viel ein bisschen schwer, weil alles im Leben spiegelt sich immer wieder ein bisschen zurück aufs Geld. Und der klassische Kommentar ist von einem, ja, du musst dir auch keine Sorgen um Geld machen und so, weil ich ja Geld habe. Aber glaub mir, Geld ist sehr, sehr, sehr schön. Aber beispielsweise Gesundheit ist 10-mal schöner, 10-mal wichtiger. Ich würde all das Geld, was ich zum Beispiel habe, sofort eintauschen, um meinen Vater wieder zu haben. Verstehst du? Der lebt nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Da bringt dir das ganze Geld der Welt, das bringt dir alles nichts, wenn du vielleicht diese Person nicht mehr in deinem Leben hast. Ja. Verstehst du? Und darauf sollte man sich, glaube ich, manchmal auf das Wesentliche wiederbringen. Ey, Geld ist wichtig und auch schön, ermöglicht dir schönen Urlaub oder auch mal coole Sachen. Aber man sollte nicht immer alles nur aufs Geld reduzieren. Ey, da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Also ich glaube, jeder von den Zuschauern da draußen, die selber schon mal einen geliebten Menschen, ob jetzt Partner oder Familienmitglied, so ersten oder zweiten Grades, also so Eltern oder vielleicht auch Großeltern verloren haben, die können das, was du gesagt hast, total nachvollziehen. Jeder, der so einen Schmerz noch nie gefühlt hat, weil das hatte ich lange Zeit auch nicht. Also ich habe lange Zeit so einen Verlust, so einen endgültigen Verlust. Mhm. Und da gibt es für mich eigentlich nur den Tod. Genau. So. Den hatte ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt halt auch noch nicht. Und erst damit hat sich auch so mein Mindset noch mal drastisch verändert, was das angeht. Auch was Zeit angeht, so gemeinsame Zeit wertschätzen und was wirklich wichtig ist im Leben. So diese Wertepyramide, genau. So die innere. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich aufstehe und das so immer wieder aufs neue ordne, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? Dass du Entscheidungen halt anders vielleicht auch triffst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jemand wie du, wo man weiß, okay, heute ist Geld, also ich weiß nicht, deine Schuhe kosten bestimmt 500 Euro. Ja. So. Das ist für anderes ist das, was sie irgendwie als Azubi im Monat verdienen. Aber wenn jemand wie du dann nochmal klar macht, das ist wirklich nicht das Wesentliche. Und wenn ich könnte, würde ich all das beiseite lassen. 100%. Um diesen Menschen wieder zu holen, dann sollte, glaube ich, jeder von uns, der so einen Menschen noch an seiner Seite hat, versuchen, sich auf den zu konzentrieren. Diese Bilder, Geld ist nicht alles und bla 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 und hier und ihr seht es immer im Internet, man weiß es so, Geld ist nicht alles. Du hörst es, du siehst es in irgendwelchen Zitaten, du siehst es in irgendeinem TikTok-Video, wo emotionale Musik drüber ist und dann, ne? Aber ich glaube, es macht einen Unterschied, das dann von jemandem auch so, wie die geht's sehr gut, zu hören und dann auch das so sehr authentisch zu machen oder bei so Schicksalsschlägen, so zum Beispiel ein Cristiano Ronaldo, der ist, keine Ahnung, Millionär, also ich weiß nicht, ob er Milliardär ist, aber der hat sein nicht
dein ungeborenes Kind verloren und dann in diesen Situationen merkst du dann, okay, das stimmt wirklich, als wenn du es dann so auf einem irgendein Zitat liest oder so, das kommt sehr authentisch rüber. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann das nicht so gut erklären, aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Das ist wie, genießt die Zeit, wenn ihr erwachsen seid, genießt die Zeit als Kind, wenn ihr erwachsen seid, ist alles zu Ende, so mäßig. Das habe ich 150 Mal gehört. Aber es ist wirklich so. Und wenn du das vielleicht von jemandem hörst, der vielleicht noch gar nicht so alt ist, ich bin 24, genießt mal die Zeit mit 14, 15, 16 Jahre alt an die Älteren im Stream. Ihr werdet das unterstützen können. Damals hatte man keine Sorgen. Damals bist du rausgegangen mit deinen Freunden, 14, 13, 15, hast gezockt, hast keine Probleme gehabt. Du gehst jetzt nach Hause, Digga, du musst irgendwelche Rechnungen zahlen, du hast Probleme, hier Probleme, was ist mit deinem Job, was ist, wenn du da gefeuert wirst, wo findest du überhaupt einen Job, was machst du nach dem Studium, sowas. Wenn man das von jemandem hört, der es so selber hat, dann kommt das alles nochmal ein bisschen authentischer rüber, wie er es gesagt hat mit seinem Vater. Er hat es sehr gut gesagt, er wird sein ganzes Geld eintauschen, damit er seinen Vater wieder hat. So, ne? Wisst ihr, was ich meine? Konzentrieren. Auch wenn es schwer fällt, wenn man das für selbstverständlich nimmt, dass der gerade da ist. Ich glaube, das zumindest zu versuchen. Weil es kommt irgendwann dieser Tag X und dann werdet ihr euch dafür dankbar sein. Das spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Also. Okay, das heißt, Fußball ist nicht so der größte Kohletreiber. Nee. Du bist aber nicht nur Fußballer, du bist als Social-Media-Gesicht unterwegs. Da, glaube ich, braucht man sich nichts vormachen mit so einer Reichweite. Da geht auch gut Geld mal über die Theke. Ja. Gab es mal den Moment für dich, dass du so innerlich schon so vielleicht auch abgehoben bist? Also darüber bin ich schon weg, also über dieses Abgehobene. Das war, wo ich mein erstes Profigehalt bekommen habe. Habe ich mein erstes Profigehalt gesehen, auf mein Konto geschaut und habe gedacht, mir gehört die Welt. Ja. Bin ich für 4.000 Euro oder so 5.000 Euro shoppen gegangen an meinem ersten Tag. Und dann gucke ich mir so die Sachen an und ich denke mir, boah, du hast es hinbekommen, innerhalb 3 Stunden 5.000 Euro auszugeben. Deine Mutter arbeitet 3 Monate dafür. Was bin ich für ein scheiß Wichser? Also es war wirklich in meinem Kopf. Neue Schuhe, Hose, da. 3 Monate arbeitet meine Mutter für diese Summe und ich klopp das in 3 Stunden weg. Und dann war so in meinem Kopf, okay. Ich muss dazu sagen, meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, hat es nichts damit zu tun, ob du abgehoben bist, wenn du dir materielle, teure Dinge holst. Das hat ein bisschen was mit Cleverness zu tun. Du bist dumm, wenn du 5.000 Euro verdienst und das dann alles sofort wegbretterst, dann bist du dumm. Aber wenn du darauf sparst, das verstehen ja dumme Leute daraus nicht. Stellt euch mal vor, ihr spart extrem lange auf etwas und kauft es euch dann. Dann hast du dir das ermöglicht, so, du hast darauf hingearbeitet, dann bist du aber, du bist kein Opfer, wenn du dir unbedingt eine Rolex kaufen möchtest, weil es dein Traum ist. Wer weiß, von manchen ist es der Traum, Briefmarken zu sammeln. Von manchen ist es der Traum, irgendwie die Welt zu besteigen. Vielleicht ist es von manchen der Traum, sich eine Rolex zu holen. Dann lass ihn doch darauf sparen. So, und wenn du dir dann eine Rolex geholt hast, dann sagen deine Freunde, deine Fake-Freunde, oh, der ist abgehoben, der holt sich eine Rolex. Aber du weißt gar nicht, was er dafür gemacht hat. Wenn du aber 5.000 Euro verdienst und dir dann eine Hose holst für 1.000, eine Schuhe holst für 2.000, dann ist das nicht abgehoben, sondern du bist dann dumm. Aber und meiner Meinung nach ist dieses Abgehoben sehr doll mit, ich verdiene mehr Geld als du, du bist ein Opfer. Das ist abgehoben. Das ist ein Unterschied, meiner Meinung nach. So, das ist, glaube ich, sehr gut erklärt gewesen. Ist es das? Ist es das? Macht dich das am Ende glücklich? Die pisse ich. Und weil ich aus anderen Familienzuständen komme, wo nicht selbstverständlich ist, wo es gab eine Zeit lang, da konnte meine Mutter nicht den Strom zahlen. Also ich rede nicht so von, ich will mich auch nicht beschweren, ich hatte ein wunderschönes Leben, ich habe alles gesehen, ich durfte alles machen, aber wenn deine Mutter irgendwann nicht die Miete, dir den eigenen Strom nicht zahlen kann oder dir vielleicht nicht den Schulanteil das bezahlen kann, dann weißt du, wie wichtig eigentlich Geld ist und das habe ich ja gesagt, du solltest nie vergessen, wo du herkommst, ob ich am Ende 1 Million im Monat mache oder 500 Euro, ich sollte trotzdem immer noch das schätzen und der sein, der ich war, bevor ich diese 1 Million hatte. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich denke mir halt, weil du bist so eine. Es kommt auf das Menschliche eben an. Nicht wie viel Geld man hat, sondern wie man mit anderen umgeht. Der Umgang mit anderen Menschen macht es abgehoben. Guter Call, Schmalz. Vielen Dank. Das ist der Call. Das ist der Call. Dieses Abgehoben, man könnte daraus ein eigenes Thema machen. Ich bin abgehoben, sagen wir, man verdient sehr viel Geld. Und dann sage ich, nee, ich gehe jetzt nicht in einen Laden, wo Nudeln 5 Euro kosten. Weil ich gehe nur in Läden rein, wo was 100 Euro kostet. Das ist auch, das hat was, das ist auch so eine Art von, ne? Ich gehe nicht in der Türkei 500 Euro All-Inclusive-Hotel.
Hotel machen, Urlaub machen, sondern ich gehe nur nach Mykonos und mache für 10.000 Euro Urlaub. Ich gehe nicht in Clubs, die 20 Euro kosten oder 100 Euro oder so pro Tisch, sondern nur, wisst ihr, was ich meine? Sowas ist abgehoben. So eine Frohnatur, also wirklich, wenn man dich sieht, dann hat man schon das Gefühl, ja, der Mann hat oft auch viel gute Laune oder ja. gefühlt immer, wenn zumindest der Stream läuft. Manchmal rastet der auch aus, aber so grundsätzlich, der führt ein geiles Leben, der hat dann so eine Umhängetasche. Es gibt so Instagram-Seiten, die deine Outfits immer analysieren und dann so zusammenstellen, die Schuhe 500 Euro, die Hose irgendwie. Die sind voll geil. Drip Check, cool. War Edigella letztens auch drin. Hier. Cool. Nike, Fear of God, cool. Ich glaube, Sydney ist hier auch immer irgendwo drin. Sydney hier. Sydney Friede. Michelin's. Nike, Cross, 400 Euro. Nico Sommer! LFDY, Goyard, LFDY, Jordan. Relativ basic, so 40, 50, 60 Euro vielleicht. Aber dann so eine Umhängetasche wieder, die 1600 kostet oder so. Und ich kann mir vorstellen, also ich kenne dich jetzt ich habe dich von der anderen Seite so als erstes kennengelernt. Danach habe ich dann deine Internetpersönlichkeit kennengelernt. Ich glaube aber, dass es viele Menschen geben kann, die so aus, zum Beispiel aus deiner Ecke, haben ja deine Jungs auch kurz erzählt, die halt dir genau das nicht gönnen und das dann auch zum Vorwurf machen, dass du halt das vielleicht auch mal zeigst an der einen oder anderen Stelle, dass dir jetzt der Euro nicht wehtut, den auszugeben und dass dann Arroganz dir entgegenschlägt. Hast du das selber auch schon mal so gefeedbackt bekommen? Das habe ich schon als Feedback bekommen, aber das Erste ist ja, es ist sehr, 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 sehr blöd, sagen wir mal so, wenn du dir ein Bild über einen Menschen machst im Internet. Mhm. Am Ende müssen die Leute verstehen, ich bin die Person, die euch zeigt, was ihr sehen sollt und was ihr nicht sehen sollt. Also ich könnte auch jetzt jeden Tag, keine Ahnung, beispielsweise Motivationssprüche von Fitness und sonstiges machen, dann würde ja jeder sagen, boah, der ist ja ein geisteskranker Typ mit seinem Mindset und hast du gesehen, was er schon wieder gepostet hat. Ja gut, nee, bin ich jetzt nicht. Aber dass mir manchmal vielleicht Arroganz vorgeworfen wird, das ist vollkommen in Ordnung, weil wenn ich darauf Wert legen würde, was jeder x-beliebige Mensch über mich denken würde, dann müsste ich mich jeden Tag ändern. Ja. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die Personen, die mich kennen, immer von mir sagen oder zu mir sagen, dass ich der Gleiche bin. Das ist wichtig und mein Vater hat das zu mir gesagt. Mein Vater ist die größte wie heißt das Wort? Autoritätsperson? So, er hat es zu mir gesagt, Edi, das ist auch wirklich so, deswegen habe ich das die letzten Wochen auch so oft gesagt, weil mein Vater, er ist nicht der Erste, der sagt, das sagen viele, wenn du 100.000 Leute glücklich machst und 10.000 Leute dich hassen, dann musst du auf diese 10.000 Leute, du kannst es nicht allen recht machen. 10.000 ist viel. Wenn du 100.000 glücklich machst und 10.000, also mit guten Sachen glücklich machen, ne? Also jetzt nicht irgendeine Scheiße machen. Du kannst es nicht allen recht machen. Und wenn du die Leute glücklich machst, wenn irgend so ein Schwanz von euch zu mir Hurensohn sagt, dann sagt es mir doch scheißegal, meine Mama ist keine Hure. Aber so eine Sachen wie, viele mögen mich, viele mögen Willi, viele mögen Sydney, viele mögen Willi nicht, viele mögen mich nicht, viele mögen Sydney nicht. Aber die Mehrheit von unserer Community mag uns. Es gibt da draußen bestimmt 20.000 Leute, die mich hassen. Aber ich kann ja dann nicht sagen, oh okay Jungs, sorry an alle hier, die mich mögen, keine Ahnung. Tut mir leid, ich werde aufhören, weil die 20.000 mich hassen. Ich weiß, dass ich sehr viele Leute da draußen, viel mehr Leute da draußen unterhalten kann und wie Willi und Sydney auch, die wir was Gutes tun, als wenn die Leute uns hassen. So, das ist ein Punkt, den kann man so sagen. Und wenn jetzt zu Willi welche sagen, du bist arrogant, dann sagt Willi, na gut, okay, aber eine Person sagt, Willi ist arrogant, 10 Leute hilft Willi zum Beispiel oder ich mit Alltagsproblemen. So, die haben einen scheiß Tag, schalten den Stream an, müssen lachen. So, dann ist mir doch scheißegal, ob Tobi mir sagt, dass ich ein scheiß arroganter Nutten bin. Dann sage ich, Tobi, halt die Fresse und lass einen Sub da oder ich bann dich. So einfach ist das, Digga. Deswegen bin ich da so krass konsequent geworden mit Timeouten und Bannen, weil es geht nicht. Es geht einfach nicht. Die hassen dich nicht, die gönnen einfach nicht. Ja, doch, es gibt, glaube ich, auch viele, die es einfach meine Art nicht mögen, was ja okay ist. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wenn du so völlig dumme Sachen sagst. Da verstehe ich ja, ne? Die Leute, die sich ein bisschen mit mir beschäftigen, wissen ganz genau, dass ich nicht ansatzweise abgehoben oder arrogant bin. Ich habe ein super Selbstbewusstsein, das gebe ich auch zu. Ich bin selbstbewusst. Breite Brust, ja. Ja, also ich bin, hier ist der Willi, aber ich bin nicht arrogant. Ich halte mich für nichts Besseres. Ich würde mich über keinen Menschen der Welt stellen. Ja, also ich glaube auch, du bist so der
der einzige Mensch in dieser, du ziehst dich immer so verbal da raus, ja, eigentlich gehöre ich ja gar nicht in diese Internetwelt, aber mittlerweile halt schon. Und ich glaube, du bist der einzige Mensch, über den in dieser Szene wird ja super viel getuschelt und geredet und dann auch ganz, ganz viel schlecht geredet. Und dann kriege ich das ja natürlich auch immer so am Rande mit, aber ich glaube, du bist der einzige Mensch, über den ich noch nie in dieser Szene was Schlechtes gehört habe. Das sind alles Menschen, die ich halt schon mal persönlich kennengelernt haben. Und ich glaube, niemanden zu kennen, der sich trauen würde, ein schlechtes Wort zu sagen. Nicht, weil du so bist jetzt nicht so mächtig, sondern du hast ein positives Auftreten und sorgst auf Partys halt auch für gute Laune, das kann man sagen. Ja, ich glaube, so YouTuber untereinander sind generell nicht so verhasst. Ich glaube, das größte Problem bei Willi wird halt sein, dieses klassische, konzentrier dich auf Fußball. Da wird er sich höchstwahrscheinlich mit am meisten zu kämpfen haben, aber die Leute, es macht ja keinen Unterschied, ob du zum Training, er geht ja immer zum Training, ist ja nicht so, dass er sagt, ich gehe nicht mehr zum Training, sondern ich streame. Wenn du, das hat Sydney mir damals sehr gut erklärt. Sydney meinte damals zu mir, also er hat trainiert und hat auch die Leistung nicht drunter gelitten oder so, er hat immer zum Training gegangen und dann hat er halt viele Profis zocken. Sehr viele Profis zocken, aber nicht jeder von denen streamt es. Aber sobald du streamst, wissen die Leute, dass du zockst. Was denken dann alle Leute? Dass die Profis nach Hause gehen? Also Cristiano Ronaldo macht es wahrscheinlich. Der geht nach Hause, dann lässt er sich nochmal durchknien, dann geht er nochmal Gewichte stemmen, dann macht er seine 17 Mittagsschläfe, dann geht er nochmal an Georgina ran und dann ist gut. Aber so, weiß ich nicht. Digga, was soll ich dir erzählen, Digga? Sascha Mölders geht jetzt nicht nachher nochmal ins zweite Fitnesstraining. Da geht er ran, Digga, dann haut er sich vielleicht nochmal ein, zwei Burger ein und dann geht's los, Digga. Dann geht er nämlich an die Playstation. Nicht nur er, das machen ganz, ganz viele. Nur die machen es halt nicht offiziell. Was soll ich dir erzählen? Schlott hat auch gezeigt, wie er zockt. Ja, genau, aber Schlott streamt es halt nicht. Was soll ich euch erzählen? Ja, das ist dein Ding, ne? Ja, so, warum denn nicht? Auch mal einen Tag schön oder einen Tag schön beenden. Da habe ich nämlich jetzt noch ein ganz anderes Thema. Und zwar springen wir... Jetzt wird es sehr interessant. Wir haben jetzt schon gemerkt, du bist ein Top-Fußballer. Weltklasse, bald in der Champions League. Streaming hast du auch übernommen. Das gehört dir. Und gleichzeitig hast du dir dann gedacht, okay, ich habe hier einen guten Freund und mit dem mache ich... Schlott streamt doch. Mann, Bruder, der streamt doch nicht so wie Willi. Und auch kein Casimiro oder so. Sondern die wurden ja genervt, weil die so regelmäßig streamen. Und jetzt gebe ich euch mal den Call. Sydney Friede hat durch dieses Streamen sein Leben wahrscheinlich abgesaved. Ohne dieses Stream hätte er nicht dieses zweite Stammbein gemacht, sondern wäre jetzt mit Schmerzen irgendwo wahrscheinlich in der Slowakei oder ich weiß nicht, wo er hingewechselt wäre oder ob er überhaupt gewechselt wäre. So, das kann auch positiv sein. Einfach mal ein bisschen Mode. Ja. Einfach mal ein bisschen Mode. Ich mach's nicht mit meinen Kumpels aus Berlin. Solange du nicht deinen Fußball vernachlässigst, was er ja nicht macht. Ich mach's mit einem Kumpel, der selber gar nicht so in der Öffentlichkeit ist. Ich kenne ihn selber, das ist auch ein guter Kicker, ne? Ja. Aber ihr zusammen habt dann gesagt, ihr macht ERE-Studios. Mhm. Wie kam es dazu? Und heute Kreisliga. Genau, mein Freund. Der Mann spielt in der Kreisliga und ist wahrscheinlich Multimillionär. Also der ist trotzdem durch. Also ist ja nicht so, dass er sagt, okay, du wertest das sehr doll ab. Damals Fußballprofi und heute Kreisliga, ja. Aber er ist trotzdem, der kann auch nicht zocken, ist trotzdem komplett durch mit seinem Leben. Also, ja, der wird seine ganze Familie abgesaved haben, der wird sich abgesaved haben, das Ding ist durch. Der ist komplett durch. Also, was ist so die Grundidee? Weil, um dich kurz abzuholen, ich habe das ja selber verfolgt, die letzten 10 Jahre ist es voll im Trend gewesen. YouTuber bekommen Reichweite, machen dann ihre eigenen Merch-Stores und verkaufen halt irgendwelche Artikel aus irgendwelchen X-Drittländern zu schlechtester Qualität, aber teuren Preisen oder auch günstigen Preisen. Hauptsache, der Rubel rollt. Das Ganze hat einfach begonnen. Ich mag es, mich halt schön anzuziehen. Also, was schön ist und was gut aussieht, ist ja immer Ansichtssache. Aber ich bekomme immer positives Feedback. Ey, Willi, das sieht cool aus. Ey, Willi, woher hast du das? Oder ey, Willi, kannst du das mal zeigen, wo du das gekauft hast? Dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich möchte ich das, was mir gefällt, mit den Leuten da draußen teilen und den Leuten was bieten zu einer super Qualität, was nicht so teuer ist. Mhm. Weil bei allem... Da wird wahrscheinlich erst gleich die Frage kommen, warum wir kein Elevate zusammen alle gemacht haben. Die Gründung von Elevate war genau in der Zeit von Mykonos. Und ich kannte Willi da zu dem Zeitpunkt nicht. Und ehrlicherweise, Willi und Sydney kannten sich, glaube ich, jetzt auch nicht so krass gut. Also sie wussten immer, wer die sind. Aber ich glaube, die hatten noch nicht diese freundschaftliche Beziehung, die sie heute haben, um vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Er hat seine Modemarke mit Agi gegründet. Ich glaube, das ist mit seinem bester Freund. Du gründest, also du brauchst das schon, ne? Weißt du, was ich meine? Und er hat es ja
ja auch mal gesagt gehabt. Ich glaube auch, die Person, die bei uns mit drin ist, war die Tim, die haben ja nichts miteinander, die haben ja kein Beef oder so, aber er kannte ihn, glaube ich, halt einfach auch nicht so gut und dann gründest du halt nicht direkt Unternehmen. Wisst ihr, was ich meine? Das war genau in der, wäre wahrscheinlich ein Jahr später alles passiert oder früher, dann hätten wir wahrscheinlich das zusammen gegründet. So wie VitaWelt. VitaWelt haben wir dann zusammen gemacht, weil wir uns dann viel besser kannten. Wisst ihr, was ich meine? Hö, ich dachte, Willi ist auch mit bei Elevate. Digga, du lebst ja komplett in deinem unterm Mond. Respekt, ein Philipp Plein T-Shirt beispielsweise ist keine 500 Euro wert. Ja, das ist ja gar kein Geheimnis. Ja, so, also, weißt du, dass die Leute das verstehen. Und dann habe ich mir halt gedacht so, hey, ich habe die Ideen, ich habe die Kreativität, aber ich brauche einfach einen Menschen an meiner Seite, der sich dafür beschäftigt, wo das Lager ist, wo wir produzieren lassen, wo wir die Samples herbekommen, was mit wir, wie wir verschicken und Steuern und Geld, Internet, Website. Das sind ja ganz viele Sachen und das, da sage ich offen ehrlich, habe ich keinen Bock zu. Also das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Und ich wollte das auch nicht mit einer Person machen, die ich nicht kenne oder irgendwie die, also von fern weg kommt, sondern ich wollte das mit einer Person machen, die ich, der ich vertraue, die mich als Typ kennt und die versteht, wie ich tick. Und da kam Agi ins Spiel, weil Agi ist nicht nur ein guter Kicker, sondern er kann halt auch gut Sachen planen und kann gut mit Zahlen umgehen und das Ganze. Und dann habe ich gesagt, du, hey, hast du Bock, dass wir eine Modemarke gründen? Und er hat gesagt, ja. Warum nicht? Ich schwör's dir, genau so hat er es gesagt. Ich kann es mir so richtig gut vorstellen. Ja, also man muss die beiden so ein bisschen vorstellen, wenn die zu zweit in den Raum kommen, dann und du drehst der Tür den Rücken zu, dann hörst du Willi auf den ersten, also wirklich sofort, du weißt direkt, Willi ist da, der schreit irgendwie, lacht laut oder hat irgendwie muss ich mitteilen, hallo, ich bin ja, da. So, ja. Das ist Willi und dann gibt's Agi, so, ihr meint, das macht das ja auch wirklich so. Ich war auch mit Agi ja in Ibiza, der war da auch und der war auch so eher so ruhiger, aber lustig und ist echt so immer so, jo. 50-50 ist ja euer ja. Bro-Projekt so. Und der kann auch wirklich so 5 Minuten dann in der Ecke sitzen und einfach gar nichts sagen. Der lächelt dann sympathisch und wirklich so ein ruhiger Typ. So, dem würde ich auch so mein Leben anvertrauen. Ja, so, genau. Ne, so, also, mach das mal. Der kommt, das ist ja auch das Wichtige. Also ich kenne ihn ja auch schon über mehrere Jahre, über 10 Jahre. Und er weiß, wie ich tick. Er weiß, was ich für ein Mensch bin. Es ist halt dann einfach, weil ich sag immer, es ist auch einer meiner besten Freunde. Ich sag immer, wir sind beste Freunde, aber hier beruht nicht unsere Freundschaft, sondern das ist am Ende das Geschäft. Das ist ganz wichtig. Muss ich auch sagen, Sydney, Willi, mit besten Freunde von mir. Aber ihr müsst mal sehen, wie wir miteinander reden, wenn es um Business geht. Das ist dann wirklich, das hat Struktur. Die sagen mir, hör mal zu, das wird so und so gemacht. Ich sag denen, hör mal zu, so und so wird's gemacht. Also wir werden uns da gegenseitig, machen wir uns auch teilweise an. Aber nur so funktioniert das. Wenn wir sagen, okay, du kommst nicht zum Termin oder du machst mal hier nicht Werbung dafür oder du machst mal hier ein bisschen weniger, weil wir sind ja gute Freunde, dann wird's nicht laufen. Das ist dann Katastrophe. Man muss das ganz, ganz klar unterscheiden. Business und Geschäft. Meine Schwester ist meine Sekretärin. Wenn ich privat mit meiner Schwester bin, bin ich der netteste Mensch der Welt. Wenn es ums Business geht, dann sage ich zu meiner Schwester, hör mir mal zu. So sage ich jetzt nicht so ganz, so arschig bin ich jetzt nicht, aber ich mache ihr schon klar, dass sie für mich arbeitet, dass es wichtig für mich ist, dass sie es richtig macht und dass ich sie am Ende auch bezahle und sie davon auch, sie macht es hauptberuflich, also dass sie mir bitte da helfen soll und dass es wichtig ist und sie sich keine Fehler erlauben kann und sich sagen, sie darf sich Fehler erlauben und natürlich kann sie Fehler machen, aber nicht so, okay, ich mache jetzt mal weniger, weil ich bin ja sein Bruder und deswegen ist mir das eh scheißegal. Business und Geschäft. Habe ich Business und Geschäft gesagt? Perfekt. Business und Freundschaft. Mhm. Und er kann das auch sehr gut unterscheiden und ist da auch eine Person, die da hinten dran ist. Und dann war halt die Idee, okay, lass uns eine Modemarke machen. Jeder hat irgendwo seine Aufgabe. Ich bin das Front Office beispielsweise, er ist das Back Office. Und was macht ihr, wenn es mal knallt? Habt ihr dafür einen Plan B? Es sollte nicht knallen. Was heißt knallt? Ja, einfach so Stress, Freundschaft explodiert. Irgendwie, du hast plötzlich eine Frau, er hat eine Frau. Und ich sag jetzt, eine Freundschaft auf dieser Ebene, da gibt es meiner Meinung nach ganz wenig Gründe, warum das brüchen kann. Chat, ich sage Partner, also ne, den Lebenspartner oder so, oder Streit wegen einer Frau oder sowas, oder halt einem Mann, und Geld. Diese beiden Sachen sind
glaube ich, ganz schlimm bei besten, so bei tiefen Freundschaften. Da gibt es noch so Hintergangen und so, Hintergehen mit weiß ich nicht was. Aber selbst wenn Sydney zu Willi sagt, so weil er, weil Sydney sauer ist, boah, ich mag Eli gar nicht, er ist voll der Opfer, so dann weiß ich, das hat er gesagt, weil er sauer ist in dem Moment oder so. Im tiefen Inneren liebt er mich. Aber so, es gibt so nicht viele Gründe, warum man, ne? Er will eine ganz andere Richtung, du willst eine ganz andere Richtung. Ja, dann sage ich ihm, dass seine Frau eine Lampe ist, aber das hat ja nicht mit unserem Geschäft zu tun. Also, verstehst du? Also, keine Ahnung, kennst du das nicht bei Leuten, wo du das Gefühl hast, egal was passieren sollte im Leben, die Person wird bei dir bleiben. Also, ihr werdet immer wieder zueinander finden und das ist bei meinen Freunden so. Okay. Also, ob's Omed, Agi, Eli, Sydney, Patrick, das sind Menschen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich die in meinem Leben verliere. Das ist wie Familie. Okay. Ja, die kennen dich halt auch noch aus einer Zeit, wo... Auseinanderleben einfach leider häufigster Grund und sieht man nicht kommen. Ja, auseinanderleben und sich nicht mehr sehen, aber das geht bei einem Business. Beim Business musst du mit dieser Person miteinander. Du kannst andere Ansichten haben und so. Selbst wenn Sydney jetzt auf einmal sagt, er findet Fußball scheiße und lass mal nicht mehr miteinander treffen und da siehst du, dass du das... Du hast... Da verstehst du es nicht ganz. Sagen wir, Sydney sagt jetzt auf einmal, er mag mich nicht mehr und Fußball... Er mag kein Fußball mehr, will kein Fußball mehr gucken und er will, weiß ich nicht, komplett andere Ansichten zu privaten Dingen, wo wir eigentlich Freunde sind, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem zusammen ein Unternehmen führen können. Du musst die Person nicht mögen, um mit ihm ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Du musst dich mit ihm abstimmen. Auseinanderleben, ja, dann bist du nicht mehr mit ihm befreundet, aber das Business kann trotzdem bleiben. Ja, da warst du einfach an einem ganz anderen Punkt. Das glaube ich, und das macht vielleicht auch den Wert dieser Freundschaft so aus. Für die allermeisten da draußen ist es halt, glaube ich, so, dass viele auch schon erlebt haben, wie Geldfreundschaften zerstört kann. Und das ist der Punkt. Ich werd nie über Geld diskutieren. Ich werde auch nie irgendwie. Bei den Retalks merkt man erst deinen richtigen Charakter. Krass, wie bodenständig du noch bist. Bleib, wie du bist. Vielen Dank, mein Freund. Ja, ich bin nicht immer so hier mit Rumgeschreie und Seppo Geller und keine Ahnung was. Das ist ja ein Entertaining. Aber so diese Retalks mache ich ganz oft eigentlich. Mindestens ein, zweimal die Woche. Also viele wissen das ja auch eigentlich so, dass ich auch ganz anders sein kann. Ihr solltet ja abhängen. Irgendwie sagen, das ist meins und das ist meins. Das ist ja das Schlimme. Warum, wie kann Geld Freundschaften zerstören? Sind wir mal ehrlich. Wie ekelhaft ist das? Das ist dein Ehrenlos. Ja, und trotzdem, es passiert ja ständig. Oft genug, so, genau. So. Ekelhaft, Freundschaft, so Geld, du ziehst jemanden ab, so. Sowas. So, das ist aber sehr ehrenlos. Oh, deshalb, aber, okay, ich, was soll ich sagen, ich bin, so wie ich euch kennengelernt habe, fest davon überzeugt, dass solange, also wo der Erfolg ist, da ist es eh leicht. Ja. So, und wenn, was ist, wenn kein der Erfolg Leid im Spiel weg ist? Dann umso mehr. Es wird halt spannend in dem Moment, wo es nicht mehr unbremsbar weiter in die Höhe schießt, so, wo man merkt, okay, wir haben jetzt so unser Level erreicht, vielleicht geht es gerade auch mal ein Jahr runter, das gibt es ja in der Geschäftswelt. Und da wird es dann richtig drauf ankommen, dass ihr auch dieses freundschaftliche Abhängen vielleicht getrennt bekommt von diesem, ey, wir müssen jetzt als Geschäftsführer auch mal was ausfechten und diskutieren und so. Aber ich glaube, ihr schafft das. Also ja, die Punkte gab es ja schon oft bei uns. Also ich bin auch schon oft an die Decke gegangen. Ja? Ich übernehme den Job, weil die so bei unserer Modemarke, es lässt sich ja über Mode und Geschmack immer... Warum werde ich bei Delay in der ersten Liga abgezogen? Weil du nicht mehr ganz bei der Sache bist, Nico. 4 bis 5 Saisonspiele wegen dir verloren. Hör mir mal zu. 4 bis 5, weil du nicht bei der Sache bist, weil du dein Herz nicht Delay Sports ausschüttest. Ich weiß nicht, was mit dir los war. Wir können uns gerne nächste Woche an einen Tisch setzen. Viel diskutieren. Ja. Null Tore, aber ich möchte null Vorlagen. Irgendwo es hinbekommen, dass diese Modemarke nicht als Merch oder so abgestempelt wird, sondern irgendwann von alleine leben kann. Dass nicht Niklas Sommer dahinter steckt, sondern die Marke. Das ist die Marke und deswegen glaube ich, oder das Feedback, was wir momentan haben, ist unglaublich. Also die Nachfrage ist unglaublich. Wir sind dauerhaft ausverkauft. Ja, wir sind immer ausverkauft. Wir haben auch, ich weiß nicht, ob ich es leaken darf, wir haben auch schon Umsätze über Millionen gemacht. Geil. Wie viel, weiß ich nicht, weil ich mich nicht damit beschäftige. Das glaube ich dir sogar. No cap, ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich einfach gar nicht damit.
Aber wir probieren, ich probiere halt Sachen für jeden was zu bringen, für Leute, die mehr ausgefallene Sachen mögen, gibt's halt so wie unsere limitierten Drops, wo... Warte mal, hast du so ein paar Sachen dabei? Oder die haben wir unten. Ne, haben wir zum Beispiel, habe ich im Rucksack das Parfüm oder eine Badehose oder so. Fände ich cool, wenn wir die kurz... Ich habe deine Unterhose an, Willi. Und da auch nochmal zum Thema Mode. Das ist super, wenn es bei vielen gut läuft. Aber so, er sagt es ja so, für Leute, die ausgefallene Sachen mögen oder nicht ausgefallene Sachen, kauft euch das, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr auf Basic-Sachen steht, holt euch Basic-Sachen. Wenn ihr auf ausgefallene Sachen steht, holt euch ausgefallene Sachen. Und wenn ihr sagt, ey, das ist nicht mein Geschmack, dann holt euch das nicht. Es gibt viele Leute da draußen, die sich das holen. Und man braucht einfach bei Mode und bei besonders auch so bei Essen, das ist Geschmackssache so, ne? Es kann einen Job geben, da gefällt es vielen. Es kann einen Job geben, da gefällt es nicht so vielen oder anderen oder so, ne? Deswegen immer so bei Mode. Es gibt so viele da draußen, die so denken, ja, okay, das ist nicht mein Geschmack, das ist voll scheiße oder so, ne? Einfach, wenn es bei allen, so, es wird immer jemanden geben, ne? Wo ihr was findet. Das sollte man auch immer im Kopf behalten. So, ob es basic ist oder ausgefallen oder weiß ich nicht was. Bunt oder nicht bunt. Was dazuhören könnten. Haust du jetzt, soll ich in meinen ganzen Rucksack hier so reinhauen? Naja, wir schauen uns mal an, was da so drin ist. Verhütung? Ganz wichtig. Also jetzt hier zum Beispiel... Was hast du mir heute mitgebracht? Das interessiert mich natürlich. Das ist jetzt zum Beispiel, weil ich ja gesagt habe, es gibt mal ausgefallenere Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Badehose. Mhm. Das ist eine Badehose, die wir rausgebracht haben. Mit wirklich unglaublicher Qualität, Innennetz. Ja, musst du auch sagen, also wirklich, das ist ja das Wichtige, Qualität hat seinen Preis und Qualität vor Quantität. Was kostet so eine Badehose? 40 Euro. Ich habe einen anderen Stoff erwartet, okay. Ja. Das gleiche haben wir jetzt zum Beispiel hier im Babyblau. Wenn man auffallen will, ne? Ja. Also es trifft beides. So das schlichte Schwarze, was aber einen coolen Design hat. Und auch das Blaue. Ja. Was cool ist von der Farbe, das Babyblau, bis zur Schwanzverlängerung. Boxershorts. Ja, also jetzt mittlerweile auch. Ja, es gibt auch Boxershorts. Ist die frisch oder getragen? Die ist frisch, also die kannst du auch dran riechen. Vertraust du mir? Ja, ich vertraue dir. Nein, die ist wirklich frisch. Ja, aber wie du siehst, das sind halt dann so Sachen. Hier habe ich zum Beispiel auch, das ist voll die geile Farbe, das ist eine meiner Lieblingsfarben. Beige, Babyblau und so Mintgrün, das sind meine Lieblingsfarben. Unsere Basic-Kollektion. Also das sind so die Sachen, ich hab ein Paket von euch bekommen, das war so ein bisschen ausgefallen. Genau. Und dann hat Agi mir diese Sachen zugeschickt und ich muss wirklich sagen, die Shirts und die Jacken habe ich bekommen, ja. Die Basic-Dinger, das sind so, also für mich persönlich, bin sehr gerne so ja, relativ schlicht unterwegs, feiere ich sehr. Also wirklich, sage ich jetzt nicht einfach so, sondern meine nein, weil man sieht das ja nicht auf der Kamera, deshalb will ich das ganz kurz erklären, ihr habt halt ein bisschen härtere Stoffe, genau. So ein bisschen schwerer. Genau, ein bisschen schwerer. So, also vielleicht für den Sommer jetzt nicht perfekt, man kann sein, dass man auch ein bisschen schwitzt, aber trotzdem, ich ziehe lieber sowas an, es fühlt sich für mich persönlich geil an, ich stehe drauf. Ja, und das ist, wie du es gesagt hast, also das ist ja wieder typabhängig, der eine mag es sehr ausgefallen, ich bin auch sehr oft ausgefallen, aber auch wie heute einfach in unseren Basics, weil sie halt einfach zeitlos sind, cool sind und dann halt auch immer coole Sommerfarben. Twitch-Aufgaben waren Tagex, danke für die Subs. Oder beziehungsweise Winterfarben haben. Und das ist halt das Coole bei dem Ganzen, weißt du? Wie viele Dinger verkauft ihr hiervon? Also so all in all? Hast du da irgendwas im Kopf? Ich habe keine Ahnung, aber jetzt zum Beispiel mit unserem letzten Job haben wir der aktuelle, soll ich mal die Umsatzzahl irgendwie sagen? Mhm. So fast, darf man sagen? Das ist deine Entscheidung. Ja, ein bisschen unter 1 Million. Wahnsinn. Also sagen wir so 800, 900. Bei einem Drop. Das knallt rein. Und ihr habt ja ein paar im Jahr, ne? Ja, also die Basics sind, also der war auch, also nicht jeder läuft immer bei 800, 900. Mhm. Aber das war so ein Sommerjob. Also wir müssen ja selber immer so ein bisschen abtasten, okay, was haben wir zu verkaufen oder wie kommt das Ganze bei denen an? Das ist immer krass schwer, so wie viel produziert man und so. Das ist immer nicht so einfach, aber sehr stark. 800, 900.000 pro Drop ist super, also bei dem Drop ist super. Und bei den Klamotten war es halt so,
die Bar. Und da muss man auch sagen, zum Beispiel, er hat schon gesagt, Qualität hat seinen Preis und ja, hier 40 Euro oder 50 Euro ein T-Shirt oder 60. Es gibt auch viele Street-Brands, die verkaufen das für 60 Euro oder Hoodies für 90 Euro. Gibt ganz, ganz viele. Ihr dürft das nicht mit anderen Marken vergleichen, wie so, keine Ahnung, H&M oder Zara oder so, wo dann ein Hoodie 20 Euro kostet oder 30 oder ein T-Shirt kostet 15 Euro. Das könnt ihr damit nicht vergleichen, weil es ganz anders hergestellt wird. Wascht das mal ein paar Mal oder wie einfach. Was glaubt ihr, wie sowas hergestellt wird? Also, das kostet halt nun mal Geld so und das ist wichtig zu verstehen, dass ihr das auch nicht irgendwie mit anderen vergleichen könnt. Und dann kommen natürlich auch so von 800.000-900.000 Freunde, da steckt ja eine riesen Community hinter, wo viele auch verstehen, okay, von denen hole ich mir jetzt was, das supporte ich. Und wenn du es dann schaffst, dass sie sich nochmal was holen von der Marke oder so zufrieden damit sind, dann ist das der größte Gamechanger. Badehose ist durch die Decke gehauen. Wir hatten eine Trinkflasche, die war schon bevor der offizielle Job war. Trinkflasche hat sich fast 10.000 Mal verkauft, musst du mir über eine Trinkflasche. Also Freunde, falls ihr euch selber fragt, wie ich hier für meine Videos bezahlt werde, das hier, ne? Das leg ich einfach mal hier hin, ne? Nimm seine Gegend. Okay, das heißt, ihr geht jetzt auch abseits von reiner Fashion auch in so ein bisschen in die Artikel rein, hin und wieder mal was Außergewöhnliches. Ja. Okay. Ja, weil das gehört aber, finde ich, auch zur Mode. So eine Trinkflasche? Ja, das ist ein Accessoire. Okay, ich habe sie nicht gesehen, ich weiß nicht. Ja, aber so, es gibt ja auch so diverse, es gibt von Prada einen Basketball. Wusstest du das? Weißt du? Wusste ich nicht, das ist, mit dem spielst du dann nicht, aber den stellst du dir vielleicht in deine Wohnung. Okay. Und was hat Prada mit Basketball zu tun? Dort Teppiche. Es gibt ganz viele Teppiche oder Koffer oder so. Ja, okay, Koffer, ja, aber so, es stimmt schon, ist cool. Ich habe Nackenkissen. Euer Parfum, das habe ich immer bei mir im Bad stehen. Und sogar im Auto, weil es halt so eine To-Go, das war so eine kleine Version. Ich hatte letztes Mal Jeremy Fragrance hier sitzen. Ich habe alle meine Düfte heute mitgebracht. Einen will ich... Du guckst dir nicht die Flasche an, ich mache den auf deine Hand, ja? Boah, riecht das geil. Boah, riecht das geil. Ist das TRDMS? Ich kann es nicht sagen, ich glaube nicht. Die Brand ist Ere Studios. Mhm. Das sind Freunde von mir, die sich einfach mal da reingebracht haben. Toll, Mann. Der hat euer Parfum bewertet und für gut gehalten. Also von Lob von ganz, ganz, ganz hoch. Das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Gibt es Produkte, die auch schon mal richtig gefloppt sind? Eigentlich nicht. Eigentlich ist ja so eine Kollektion drauf aufgebaut, dass du allen wird, also dir, wenn ich dir 10 Artikel zeige, gefallen dir ja nicht alle 10. Auch, ja. Das wäre natürlich überragend, aber es ist immer so, dass der eine sagt, den Pulli finde ich unglaublich, die Hose finde ich scheiße, das T-Shirt ist super. Ja. Also alles, was du... Wenn du wirklich 10 Artikel rausklappst, du freust dich, wenn die 2 oder 3 oder 4 gut finden, das ist ja schon krass. Weil es gibt ja die wenigsten, die finden von 10 Artikeln alle 10 geil und sagen, ich hole mir alle 10. Bei McDonald's holst du dir auch nur ein oder zwei Burger. Holst du dir auch nicht einen Döner und eine Dönerbox. Du musst nur ein. Du musst es schaffen, dass der Kunde hoffentlich ein oder zwei oder drei Sachen davon cool findet. Oder wenn ihr Autos wollt. Ihr findet ja vielleicht nicht eine A-Klasse, eine C-Klasse, eine B-Klasse und weiß ich nicht, als cool, sondern ihr müsst irgendwas. Bei einem Business ist es so, es muss nicht alles jedem gefallen. Ihr braucht aber ein Spektrum, ein großes Spektrum. Und wenn ihr es dann schafft, eine dieser Sachen an einen Kunden zu verkaufen, der die Sachen cool findet, super. Manche finden grüne T-Shirts cool, hol dir ein grünes T-Shirt. Manche finden weiße cool, hol dir weiß. Also bringst du weiß und grün. Die einen holen das, die anderen holen das. Versteht ihr das, Chat? Marketing. So gemacht habe, kam eigentlich immer relativ gut an. Also ihr seid auch nie auf Sachen sitzen geblieben? Nee. Doch, immer Döner und Dürüm. Dann solltest du dir Ausrufezeichen Perform All runterladen, mein Freund. Wenn du dir immer einen Döner und einen Dürüm holst. Nicht. Und wenn wir zum Beispiel, natürlich kommen Retouren rein. Retouren. Dann sind das aber Sachen, die wir dann nicht weiterverkaufen, sondern verschenken oder so. Ah. Wir verkaufen unsere Retouren, weil ganz viele auch immer gerne natürlich, wenn irgendwas ausverkauft ist in deren Größe, denen passt nicht oder sagt, gefällt mir doch nicht, wird wieder zurückgeschickt, wird neu verpackt, wird nochmal geguckt, ob es irgendwelche Schäden hat und dann wird es wieder verkauft, weil ein anderer das cool findet. Herr Willi, warum macht ihr das nicht? Stell dir vor, du willst was holen von jemandem, die Größe ist aber schon weg, dann holt es jemand, er findet es aber doch nicht so cool oder ihm ist es zu groß und er schickt es zurück und dann kannst du es dir trotzdem holen. Also okay. So für einen guten Zweck. Krass. Du selber hast natürlich neben deiner Fashion-Brand mit Aki jetzt aber auch nochmal ein ganz anderes Gebiet für dich erobert.
Das ist der Getränkemarkt. Das ist der Getränkemarkt. Falls die Getränkeläden das sehen, macht euren Hosenstall auf. Also Spaß beiseite. Das ist ja ebenso wie eure Fashionmarke, aber nochmal auf einem anderen Zahlenlevel durch die Decke gegangen. Das ist international. Das, ja, also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch international, oder? Also, ja. Es geht um VitaVate. Das muss man ganz kurz einordnen. Ein Vitaminwasser. Ich habe es selber probiert. Und ich selber bin... Jetzt klinge ich hier wie so ein richtiger Supporter, aber ich bin kein Süßer. Also ich trinke keine, also ungern so richtig, richtig krass süße Sachen. Ja. So, ich gucke auch immer, wie viel Gramm Zucker sind da drin und so. Und deshalb war das so ein Ding, weil ich glaube, ihr habt ein Gramm oder noch weniger. Also es ist bei manchen ist gar nichts. Genau. Bei manchen ist es ein Gramm. Und es schmeckt so, also du weißt, du trinkst Wasser und es schmeckt slightly süß. Deshalb für mich, für Leute wie mich perfekt, für andere halt überhaupt nicht. Ja. Aber das wusstet ihr auch, Geschmäcker sind verschieden. Genau. Und ihr wolltet halt ein Getränk rausbringen, aber halt eins, das nicht so ungesund ist, hatte ich das Gefühl. Ja, was nicht nur, Mehrwert hat. Also ich meine, wir drei kommen ja alle so ein bisschen aus... Ein Gramm? Nee, es gibt kein... Also es hat 0 Gramm. 0 Gramm Zucker, 1 Gramm, es hat 1 Kalorien. Kommt nur ein bisschen auf die Geschmackssorte an. Sportlichen Schiene, Sydney Ex-Profi, ich Profi, Eli auch mit Fußball immer was am Hut, macht sehr viel Fitness. Und wir wollten einfach was auf den Markt bringen, wo wir uns gedacht haben, hey, das hat in allen Aspekten ist das ein positiver Effekt. Wie für Leute, die sich vielleicht schwer tun, nur Wasser zu trinken, mit Wasser, oder für Leute, die sich schwer tun, Wasser zu trinken, weil es gibt Leute, die mögen gar kein Wasser, weil sie sagen, schmeckt die nicht. Ja. Hier, hast du VitaVate. Ja. Eins von den vieren wird dir sicher schmecken. Für Leute, die vielleicht ein bisschen die Wasser mögen, aber auch mal eine Abwechslung möchten mit ein bisschen Geschmack. Hier, hast du VitaVate. Und dann kommt immer der große Punkt, das Ganze, was du zu dir nimmst, das ist gesund. Ja. Du trinkst Wasser. Ja, du bleibst halt, du hast vielleicht so einen größeren Ansporn, mehr Wasser zu trinken, dadurch, dass es so ein bisschen süß ist. Mhm. Ich glaube, dass natürliches Wasser immer noch das Gesündeste ist. Ja, definitiv. Aber viele sträuben sich ja, weil sie Geschmack suchen. Und ich kenne das selber, so, du auch. So, du hast jetzt, wenn du einen ganzen Trainingstag hast, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Du hast so viel Wasser getrunken, dann willst du auch mal irgendwas anderes. Und dann ist das für mich eine coole Alternative. Das ist Irgendwo habe ich die Zahl 15 Millionen aufgeschnappt. Ja. Es sind nicht 15 Millionen Euro, sondern Flaschen. Aber in welchem Zeitraum? Zwei Monate, glaube ich. 2 oder 3. In den ersten, und guck mal, das ist so wieder Zahlen. Boah, schwer. Also wir haben über 15 Millionen Flaschen verkauft in unseren ersten Wochen. Und also VitaVate, das ist erst der Anfang. Also wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit VitaVate da was richtig, richtig Geiles auf den Markt gebracht haben, was langfristig sich über... Ist es eigentlich bei euch noch ausverkauft, Freunde? Könnt ihr in die Läden gehen und steht VitaVate noch da? Es ist jetzt entspannter, es zu bekommen, als vor ein paar Monaten noch, oder? Ab und zu ausverkauft. Aber eigentlich, also, es ist aber nicht ganz so schlimm, oder? Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Gibt es das in Leipzig überhaupt? Ja, also gab es auf jeden Fall. Es gab es in jeder Großstadt. Überall durchsetzen soll. Wir haben unglaubliche Ideen. Wir haben wirklich... unglaubliche Ideen. Kannst du mal so eine kleine Idee, so einen kleinen Spoiler uns schon mitnehmen? Ein kleiner Spoiler. Mal so ein kleiner Spoiler ist ja zum Beispiel, wir wollen mit VitaVate Trikotsponsor werden, zum Beispiel von einem Verein. Okay, im Fußballbereich? Im Fußballbereich. Okay, das hat er gesagt. Wir werden wahrscheinlich, also wir sind gerade, wir versuchen bei einer Profimannschaft Sponsor zu werden. Schon wieder ein smarter Move, damit wir in FIFA reinkommen. Das wäre ganz schön lustig. Stellt euch doch mal vor. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Stellt euch mal vor, keine Ahnung, Fußballverein hat da VitaVate auf der Brust. Ist lustig. Ist Ribro, ne? Ist alles okay. In der Brust? Ist aber nicht so einfach. Ist schwierig. Ist sehr viel Geld, Chat. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist jetzt natürlich. Weiß ich nicht, aber. Okay. Ich lasse es euch erklären. BVB, Freunde. Und wir wollen. Wir wollen mit Real Madrid, mit VitaVate. VitaVate nicht nur so große Sachen unterstützen, sondern zum Beispiel, wir fangen jetzt mit bei Eli seinem Fußballverein VitaVate, Delay Sports wird da auch Hauptsponsor auf dem Trikot sein und auch rum für die Spieler wird VitaVate da immer verfügbar sein. Die Gastmannschaften kriegen wahrscheinlich VitaVate. Also wir wollen VitaVate etablieren, wie es Wasser gibt. Ja. Also so als Alternative. Wenn du mal kein Wasser trinkst, VitaVate ist das Ding.
Ja, das ist, ich bin unglaublich stolz darauf, weil ich, und das kann ich auch wieder hier so sagen in der Kamera, ich habe das ganze Eli und Sydney zu verdanken. Die hätten das ja gar nicht mit mir machen müssen. Nö. Aber weißt du, was ich meine? Hätten sie nicht, ja. Weißt du? Und das Krasse, wie das Ganze zustande kam, das glaubt mir auch keiner. Digga, das war ja intensiv. Ich weiß nicht, was er jetzt sagt, aber wisst ihr, wie wir auf die, also, ich war beim DFB-Pokal bei Willi zu gucken. Das war gegen Frankfurt. Und dann habe ich ja bei Willi geschlafen. Und ich schwör's dir, wir waren irgendwie um 0 Uhr bei Willi zu Hause. Und das ist kein Spaß. Wir saßen da und haben bis, keine Ahnung, 5, 6 Uhr morgens geredet. Bis 5, 6 Uhr morgens haben wir so über Familie, Geschäfte, Freundschaft, Liebe. Wir haben 5 Stunden geredet. Und da kam das so halb zustande. Sydney und ich hatten so eine Idee, dass wir es machen wollten. Und das war aber nie sprechreif sozusagen. Wir hatten so unsere Kontakte, wir wussten schon mit wem und so über Ecken. Und dann habe ich Willi gefragt, ob er darauf auch Bock hätte. Und dann meinte Willi ja. Und dann sind wir das die nächsten Monate angegangen. So. Dann haben wir alles vorbereitet und das ging dann so. Wie? Das war so. Sydney und Eli haben da so mal ein bisschen gesprochen, ich habe das auch mal mitbekommen, aber ich bin nicht der Typ, der sich selber einlädt oder sagt, ey, lass mich da mitmachen. Ich bin da sehr zurückhaltend, ich mag das nicht so, mich dann so, ey, wenn mich einer einlädt, dann komme ich gerne, wenn du mich fragst, du hast mich auch gefragt, ja, hast du Bock zu kommen? Und ich so, ja, selbstverständlich, weil ich feiere das ja, das Ganze, was du machst. Und ich muss aber ganz, ganz kurz sagen, dein Umfeld, die sind richtig smart. Ich hab, glaube ich, im vergangenen Jahr so von 4 verschiedenen deiner Ängsten hier, ja, 4 verschiedene sind so, jedes Mal, wenn ich die getroffen habe, so um die Ecke, haben die mich einfach mal angequatscht, ey, du musst mal ein Interview mit Willi machen. So diesen Gedanken irgendwie in meinem Hinterkopf so reingepflanzt und ich so, ja, safe, das machen wir auf jeden Fall mal. Nee, safe, ja, wir müssen jetzt mal einen Termin suchen, ja. Dann verschiebt sich das und dann kommt der Agi wieder um die Ecke und sagt so, ja, boah, das wäre richtig gut, der Willi hat auch viel zu erzählen, der hat auch, glaube ich, doch, der hat richtig Bock auf jeden Fall. So, ja, und dann kommt sowas zustande. Supporter nennt man das. Supporter. Hinten rum, die braucht ja, genau. So, aber du bist nicht derjenige, der selber sagen würde, ey, Leroy, komm, interview mich mal. Ja, ich so, mag das nicht. Du willst lieber, oder Eli Sydney, ihr macht eine coole Fashion-Marke oder ihr macht jetzt in dem Fall, habt ihr eine Wasseridee? Ja. Ich will mitmachen. Kam nicht von mir. Also, wenn dich Leute dabei haben wollen, dann fragen sie dich auch. So wie, wollen wir was essen gehen, wenn du Bock hast, ja oder nein? Mhm. Und weil die Menschen oder die Jungs mir wahrscheinlich genauso, weil ich denen genauso am Herzen liege, wie die mir. Ja, so in die Richtung. Nach meinem DFB-Pokalspiel gegen Union war ich todmüde und ich war richtig traurig, aber Eli hat mein Spiel zugeschaut, ist aus Berlin extra angeflogen gekommen. Und dann hat er die Nacht bei mir geredet und ich habe mit Eli so über wirklich von 22 Uhr bis 5 Uhr, also wirklich so 7 Stunden haben wir über Gott und die Welt, über unsere Ängste, über unsere Probleme. Er hat noch mehr über mich kennengelernt. Ich habe ihm so Sachen gesagt, die wirklich maximal 5 Leute über mich kennen. Und dann meint so Eli so, ey, weißt du was, Willi? Wir werden jetzt alles zerfetzen. Ich und Sydney haben jetzt ja schon unsere Firma mit, die haben ja Elevate, gerne jeder abchecken. und dann meinten wir so, das Einzige, was uns eigentlich jetzt noch fehlt, ist so eine Firma zu dritt. Ich so, ja, was willst du machen? Da sagt er so, ja, wir hatten da mal so eine, ich habe da mal so eine Idee und so, aber wie konkret das ist und so, weiß ich ja nicht. Da haben wir uns unterhalten und dann wirklich am nächsten Tag sagt er zu mir, weißt du was, wir werden das umsetzen, das wird so zerreißen. Am nächsten Tag war ich in der WhatsApp-Gruppe, nächste Woche hatten wir das erste Meeting, ich habe die Jungs kennengelernt und der Rest ist Geschichte. Das war echt so. Deswegen, Freunde, ich schwöre, ihr müsst Sachen einfach machen. Ich hatte Angst, es so zu machen. Ich war mir nicht sicher, wie das ankommt. Wir hatten, Sydney und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, um ehrlich zu sein. Aber wir waren irgendwo und da haben wir darüber geredet, dass Sydney und ich immer gerne Homemade-Drinks trinken, weil die gesünder sind als so Fanta und Cola und sowas. Das war so. Wir sind immer, kennt ihr das, wenn ihr im Restaurant Homemade-Drinks trinkt? So,
Passionsfrucht, Homemade, Limonade und keine Ahnung sowas. Wisst ihr, was ich meine? München Zugfahrt DM. Oder da? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir dann auf der Idee, dass wir nicht sowas gerne trinken wie Fanta, Cola, so eigentlich Wasser. Also wir trinken eher Wasser. Und dann haben wir so überlegt, ja, so lass es doch mal so in der Art was machen. Ist für die Community cool, die Leute kommen cool. Aber sollen wir nur ein Wasser rausbringen oder was? Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht so was mit Geschmack. Aber es war nie so spruchreif. Das war immer so, ja, es stand so im Raum. Also, und dann... Da war ich Hacke bei Willi, dann haben wir uns das überlegt und dann meinte ich so, egal, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Aber dann habe ich Sydney am Tag danach angerufen und meinte so, fickt euch, wir werden das jetzt zu dritt durchziehen. Halt mit unserem Team, was dahinter steht, WhatsApp-Gruppe gegründet und dann nochmal Tacheles geredet. So, wir machen das so, so und so und so. Wasser mit Geschmack, bla 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 und dann ging's los. Und hätten wir das nicht gemacht, Freunde, dann wäre es kein Vita-Welt, wenn wir zu viel Angst gehabt hätten, dass die Leute es nicht mögen, dass wir Hate bekommen, bla bla bla. Wir haben es trotzdem gemacht und ein Glück haben wir es gemacht, wirklich ein Glück. Nicht wegen Geld oder sowas, so, sondern weil wir ein super geiles Produkt auf den Markt gebracht haben, was uns, jetzt würde ich lügen, wenn ich sage, oh, Geld ist uns egal, was uns wirklich gutes Geld einbringt und was viel mehr wert ist, dass wir erstens euch damit supporten, weil ihr trinkt wirklich, also ich schwöre auf das Leben von Manfred und Diego, wenn an diese ganzen Hater, die mir auf den Sack geht, gebt das mal euren Ernährungswissenschaftler und lasst das mal untersuchen. Versucht mal ein Produkt, ein Lebensmittel in Deutschland auf den Markt zu bringen. Wisst ihr, wie viele rechtliche Sachen ihr da durchbringen müsst? Ihr könnt sowas nicht einfach machen. Du musst da durch 500 Millionen verschiedene Tests durch. Alles, was da drin ist, also versucht das mal zu machen, so. Und das ist ein gesundes Ding. Diese Aussage, dass es gesund ist, kannst du nicht, dass es scheiße schmeckt, okay, vielleicht finden welche, dass es schmeckt scheiße, aber dass es gesund ist, das ist ein Fakt. Wir tun euch was Gutes, ihr tut uns natürlich auch was Gutes und was meiner Meinung nach komplett underrated ist, es tut unserer Person gut, Freunde. Delay Sports, Vita-Welt, Focus, Perform All, Elevate, das sind alles Sachen, die das Image von einer Person natürlich auch aufwerten, meiner Meinung nach. Wenn du was Gutes auf den Markt bringst und es spricht sich rum, dann ist es nochmal, das pusht auch dein Dasein einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ich rede nicht so oft darüber, aber ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel Delay Sports, wir werden jetzt mit Delay Sports eine komplett neue Fangemeinschaft aufgreifen. Viele finden das geil und fühlen sich noch mehr verbunden zu uns. Wenn du dir was von Willis Marke holst oder von Elevate oder so, keine Ahnung, dann, wenn du das Produkt von dieser Person bei dir im Schrank liegen hast, dann hast du nochmal eine ganz andere Verbindung zu dieser Person. Wenn du dir extra wegen uns ein Getränk kaufst, dann fühlst du das, während du es trinkst, auch nochmal ein bisschen mehr, also fühlst dich nochmal mehr verbunden. Deswegen lieben uns, glaube ich, auch die Leute, die uns natürlich feiern, nochmal ein bisschen mehr. Es ist geisteskrank, wenn ich euch sehe, ihr fangt an zu zittern, ihr freut euch, ihr sagt zu euren Freundinnen, mach jetzt das Foto. Ich denke immer so, was geht denn hier ab, Digga? Die Freundin immer voll genervt, macht dann das Bild von euch, so. Es ist auch einfach smart. Sowas, ne? Mit Delay Sports verdienen wir keine Kohle, aber mit Delay Sports sage ich euch eins, das pusht einfach auch unser Standing, um ganz offen und ehrlich mit euch hier zu reden. Ihr merkt, wenn ich lügen würde und ich könnte hier, ne? Ihr merkt es, das ist sehr ehrlich, was ich euch gerade erzähle. Das ist einfach gut auch für uns und ihr werdet umsonst auch unterhalten. Einfach Win-Win. Wirklich, am nächsten Tag sagt er zu mir, weißt du was, wir werden das umsetzen, das wird so zerreißen. Am nächsten Tag war ich in der WhatsApp-Gruppe, nächste Woche hatten wir das erste Meeting, ich habe die Jungs kennengelernt und der Rest ist Geschichte. Sowas wollte ich schon mal immer. Mit Reichweite geht sowas halt fit, das stimmt, mein Freund. Ohne Reichweite wäre das nicht gegangen. Geil. Ich schwör's dir. Also ganz, Gänsehaut. Das ist geil, weil es ist halt real. Also das ja, ist so, das ist so. Und es ist so ein richtig frisches Ding, wo man selber, es braucht keinen Netflix-Film darüber, weil man kann halt Teil davon, daran haben. Ihr teilt den Scheiß halt dadurch, dass ihr jeden Tag irgendwie live seid und die Leute irgendwie auch so gut es halt irgendwie geht, abholt. Ja. So. Ihr wart dann jetzt vor kurzem in diesem, ihr habt euch auf diese 3 Millionen Flaschen, die da produziert wurden, draufgesetzt und zeigt das den Zuschauern. Ihr guckt euch das vor Ort an. Und ich glaube, das ist selber auch gar nicht, du kannst das gar nicht greifen, oder? Wie schnell das surreal. Geht.
15 Millionen Flaschen innerhalb eines Quartals. Ich gehe in Rewe und sehe mein Getränk. So, ich denke mir so, na, das ist echt krass. Digga, what the fuck? Mein Vater schickt mir ein Bild, wie er sich eine Vita-Weltflasche gekauft hat. Ja. So, Wassermelone. Mir das einer. Wassermelone, weil alle anderen ausverkauft sind. Das ist so geil. Mein Vater hat mir mal ein Bild geschickt, wie er irgendwo einkaufen war. Ich weiß nicht, in was für ein Laden das war. In irgendeinem so Einkaufszentrum. Und da war so eine Liste von den erfolgreichsten, so durchschnittlichen erfolgreichsten, ich weiß nicht, ob das durch Watch Minutes waren es, glaube ich. Und da war so eine Anzeige, da stehen die Top 5 Streamer in Deutschland mit den Watch Minutes. Und ich war einfach auf der 1 und er hat es mir geschickt. Und das war so ein geiles Gefühl. Und hat dann geschrieben, dass er stolz auf mich ist und so. Das war so geil. Ich weiß nicht, was für ein Laden das war. Ein paar haben mir das auch geschickt von euch. Es gibt so ein, keine Ahnung, irgendwelche Läden machen das anscheinend. Ich habe vor einem halben Jahr erzählt, dass ich mein eigenes Getränk im Rewe drin hätte. Mit was denn? Indem ich meinen Körper verkaufe. Ja, wahrscheinlich. So nach dem Motto. Und würdest du sagen, dass die Getränkemarke mittlerweile auch dein größtes finanzielles Standbein ist? Ja, glaub schon. Und wohin das noch geht, das könnt ihr euch noch gar nicht ausmalen. Ich sag, das hat keine Grenzen, weil Vita Welt ist international. In welchen Ländern seid ihr jetzt schon? Wir sind eigentlich nur in Deutschland, wir verkaufen jetzt Schweiz und Österreich. Aber aktuell nur Deutschland, aber Schweiz, Österreich folgen. Deutschland, Schweiz, Österreich. Schweiz, Österreich, noch, da steht noch keine Vita-Flasche, aber sie haben schon bestellt, aber ist noch nicht da. Aber das ist ja erst der Anfang, okay. Weißt du? Wir wollen auch eine Deutschland-Tour und so machen. Wir haben richtig geile Sachen geplant. Crazy, Alter. So diese Musiker, wo wenn die Rapper auf ihre Deutschland zugehen. Sowas wollen wir auch machen mit VitaWelt, aber mit richtig geilen Sachen noch so. Okay. Da haben wir zum Beispiel einen Tag in Köln, wo wir einen riesen VitaWelt-Flash-Stand haben mit Poldi-Designer beispielsweise. Das ist jetzt nur eine Denkweise. Ich verrate hier Marketing-Sachen und so. Weiß der Poldi denn schon was davon? Nee, weiß er noch nicht. Vielleicht weiß er jetzt zum Beispiel. Lukas, hör mal ganz kurz. Ich war der Fahrer von euch an dem Tag, als die Idee kam. Was geht, Matti? Stimmt, mit Anton. Anton war so halb dabei, Visca Barca. Matti, Visca Barca und Mike. So, da kam die Idee so halb. Wir machen hier kurz einen Plan. Zum Beispiel, wir gehen mit VitaWelt nach Köln, kommen hierher, können vielleicht den Poldi seine Halle, der hat ja hier eine Fußballhalle oder so. Machen da Fußball, ein kleines Fußballturnier, da wird VitaWelt ausgestellt, Torwand schießen, ich, Sydney, Eli werden da sein und am Abend haben wir... Ist das schlimm? Nein, ist Vermarktung, ist super, ist Werbung, Leute heiß machen. Elig 97 hat einen Grund, warum es ein Elig 97 gibt. Ich habe gesagt, hier mit Dolm Mike, mit Focus, Digga, das habe ich angekündigt, die Leute waren so, das hat so eine kleine Bubble-Dings, ich mache das voll oft, so die Spannung aufbauen, so einen kleinen Leak rein. Einen festen Raum, wo wir einen Streaming-Platz haben, wo wir zu dritt streamen können und am nächsten Tag machen wir wieder uns auf die Tour, gehen in die nächste Stadt, das Ganze wird mit Vlogs geteilt von uns. Das wäre doch genial. Zum Beispiel. Weißt du, was ich noch fühlen würde, wenn so ein großes Movement irgendwie neben dem Produkt und der Brand auch noch so einen Social Impact irgendwie entwickelt? Weil ich glaube, da bist du auch genau der Richtige für. Mhm. Auch in diesem Trio, glaube ich, bist du auch der so das beste Feingefühl irgendwie dafür hätte. Und vielleicht fällt dir selber auch dazu noch irgendwas ein. Ich weiß nicht, ob ihr am Ende eine Stiftung macht. Oder nee, selbst das ist auch schon im Plan. Ist sogar schon im Plan. Also selbst. Hoffentlich sagst du das jetzt nicht. Da haben wir schon, sagen wir mal so, drei Sachen, wo wir im Austausch waren, was wir machen können, um auch natürlich was zurückzugeben, wie du schon gesagt hast. Und da sind wir auch in ein paar Sachen im Austausch. Aber es ist ein bisschen tricky. Das würde ich jetzt hier nicht erzählen. Ja, es ist tricky. Es ist wirklich tricky. Sondern vielleicht dir privat. Okay. Ja, aber ist ja fein. Also das ist auf jeden Fall... Ich finde es so cool, dass ihr da das grundsätzlich auf dem Schirm habt. Nee, definitiv. Jetzt machst du verdammt viel und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mir auch schon oft so ein bisschen Sorgen gemacht, wenn ich dich dann irgendwie vom Spieltag zu den Jungs fahren sehe und dann sehe, okay, am nächsten Tag steht er direkt wieder auf dem Platz. Es kommt ja auch immer wieder dieser Vorwurf von Fans bei euch, ja, der soll mehr trainieren. Auch wenn du abends um 8 irgendwie deinen Stream anschmeißt, dann heißt es auch, du sollst trainieren. Deine Leistung leidet nicht darunter, aber... Trotzdem glaube ich, dass du irgendwann schon vor der Wahl stehen wirst. Gehe ich weiterhin 100% auf beiden Seiten oder ich muss mich wahrscheinlich irgendwann entscheiden. Wichtig. Und wenn du dich entscheiden müsstest, wäre es Fußball oder wäre es diese Internet-Business-Welt? Ich glaube Fußball. Fußball ist meine Herzensangelegenheit. Es war meine Mama ihr Wunsch, mein Papa sein Wunsch.
Ich habe meine ganze Jugend da reingesteckt, investiert, viel verzichtet, viel auf mich genommen, viel auch so Schmerz, so schon als kleiner Junge. So. Ich war immer alleine, ich musste Bus fahren. Die anderen. Digga, einfach, ich habe mir das Ding hier fast anderthalb Stunden angeguckt, ne? War aber das ist ein übertrieben gutes Video. Wir wurden zum Platz mit ihren Eltern, mit dem Auto. Ich hatte nicht immer die neuesten Fußballschuhe. Ich musste mir manchmal Sprüche anhören und Blicke mir antun. Und dafür, dass ich dann da am Ende im Fernseher stehen kann und die Leute mir zuschauen, die damals gelacht haben oder mich irgendwo aus einem anderen Blickwinkel gesehen haben, würde ich alles dafür tun. Nur um denen zu zeigen, hier bin ich. Ja, also ich glaube, das ist mal ein Profi der anderen Sorte, weil man ja heutzutage auch als Fan genau weiß, dass viele Profis, so wie jeder, also Selbstständiger da draußen, auch sehr viel dem Geld hinterherjagen. Und in deinem Fall entscheidest dich ja damit dann auch aktiv eventuell gegen großes Geld, ja, also definitiv. Unsummen, so, dass, wenn ihr, egal was ihr gerade anfasst, ihr setzt Millionen um. Das ist euch ja am klarsten und auch den Zuschauern, glaube ich, mittlerweile auch, aber das muss man auch für so eine Zielgruppe, die dich jetzt vielleicht heute erst kennenlernt, klar sagen. Das ist ein Riesenprivileg, das weißt du, egal was du dir. Weißt du, was auch das Lustige ist? Es kennen uns so krass viele nicht mal. Weil uns gibt es nicht lange. Die uns verfolgen, die mögen uns auch. Aber es gibt so viele, die noch gar nicht wissen, wer wir sind. Weil es uns erst seit 2 Jahren gibt, so gefühlt in dieser Social-Media-Welt so richtig. Deswegen, dann siehst du, dann macht Leroy hier ein Video. Leroy kennt viel mehr Leute als wir, weil der einfach viel länger schon auch am Start ist und auch eine riesen Community hat. Und dann macht er ein Video mit so Willi und dann sagt Willi so, ihr, ja hier, Eli Platz 7 der Welt, im Streaming-Bereich, 7. größter Streamer der Welt aktuell, du, alles was ihr anfasst, daraus macht ihr Millionen und keine Ahnung was, 15 Millionen Flaschen hier, 800.000 Euro Umsatz da im Monat mit einem Drop und die denken sich dann, hä Digga, wer zum Fick sind die drei Schwänze? Das höre ich so oft, weil wir uns einfach so noch so jung sind und da sieht man, wie das sich aus alles noch entwickeln kann. Wir machen das seit 2 Jahren, Chat, hier, das ist ja alles nicht gelogen. Guckt euch das an. Mein Kanal. Videos sortieren nach größte Beliebtheit. Mykonos Vlog. Wo haben wir's? Mykonos Chat. Da hatte ich 50.000 Abonnenten auf YouTube. Wann kam das Video? Am 18.07. Es ist 2 Jahre her. Unglaublich, wie sich das entwickelt hat in so einer kurzen Zeit. Wie du jetzt ausdenkst, es könnte sogar ein Kackprodukt sein. Es würden super viele Menschen im ersten Schritt mal kaufen und vielleicht ist es sogar ein richtig geiles Ding. Ja. Dann geht es komplett durch die Decke und wird international. Aber trotzdem sagst du am Ende des Tages, ey, ich bin auch fein mit einem Fußballergehalt und wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich das nehmen. Ja, also so. Das ist halt der Punkt. Ich glaube, geldtechnisch würde ich in diesen Social Media viel, 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 viel mehr machen. Aber auch zum Beispiel der Punkt, so, du sagst es gerade, alles, was wir so machen, funktioniert. Dafür sind wir drei unglaublich dankbar. Und ich glaube, das sagen wir oft, zeigen es auch oft. Und ich glaube, keiner von uns hat sich so menschlich oder irgendwie verändert. Weil wir wissen am Ende ganz genau, ohne unsere Zuschauer, ohne die Leute, die uns lieben und schätzen, wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Ja. Also, was ein A hat, hat auch ein B. Starker Spruch. Ja, aufschreiben. Klippen. Ich würde da, glaube ich, schon mit dem Fußball gehen. Nein. Ausblick in die Zukunft, mein Lieber. Was sind so die nächsten großen Steps? Weil ich habe das Gefühl, du bist schon 24/7 ausgebucht, ausgefüllt mit... Ich beantworte ja auch immer selber die Fragen, Digga, ich mach gar nichts mehr. Nächster Step, alle immer so, ja, Eli, du willst immer mehr, du bist immer hungrig, mein ganzer Tag ist voll. Delay Sports, Elevate, Vita Welt, Perform All und Fokus, plus mein Streaming, plus irgendwo ein Privatleben. Mein Kontingent ist ausgeschöpft. Es wird keine weitere Firma gegründet in den nächsten Jahren. Alle Firmen sind auf heiß, alles geht ab. Perform All, 150.000 Downloads. Wir sind kurz davor, einen richtig dicken Deal mit Perform All zu machen, weil wir die größte Fitness
App rein an Downloads sind, also es ist verrückt, wie krass Perform All läuft. Ich rede nicht so oft darüber, weil ich ein bisschen unauthentisch finde, weil ich momentan selber kein Fitness mache, aber ich werde wieder einsteigen. Aber es geht komplett durch die Decke, Perform All. Elevate, brauche ich nicht drüber reden, komplett geisteskrank. VitaVelt, brauche ich auch nicht drüber reden. Hier Delay Sports, ja, brauche ich eigentlich auch nicht drüber reden. Und Focus. So, alle Firmen, ist es nicht so, dass eine irgendwie komplett am Ende ist. Alle brauchen gerade Support. Alle brauchen gerade von mir und von den anderen die Aufmerksamkeit, sonst wird es nichts. Und das gepaart mit jeden Tag streamen, 6-mal die Woche, 6, 7, 8, 9 Stunden streamen, plus das private Ding, es ist geisteskrank, wie wenig Zeit ich habe. Ich habe noch einen Podcast, den ich einmal die Woche aufnehme, das geht aber klar, das ist nicht so schlimm. Aber es ist unglaublich, meine Zukunft ist keine Firma mehr gründen, das, was ich jetzt habe, versuchen, noch größer zu machen und nicht mehr auszuweiten. Das war's erstmal. Wir haben es mit Mädels, wir haben es mit bisschen Profifußball. Aber warum die Mädels? Die waren auf Platz 1, ganz klar. Das ist so verkehrt. Meine Kinder sind in der Pubertät, genau. Die Kinder waren am Anfang geboren. Elevate und VitaVelt ist schon erwachsen. Die sind Anwälte. Perform All ist die Jüngste, hat aber eine rosige Zukunft, ist ein bisschen wild, hat aber wirklich verrückt. Focus ist ein super krasser C-Jugendspieler, der super geile Sachen hat. Der ist im Internat. Barca-Jugend will den gerade haben. Barca ist ja in Deutschland die beste Jugend, wir den haben. Und Delay Sports ist so, ja, da fällt mir gerade nichts ein. Ja, okay. Also wenn ich das Handy aufmache und dann auf Snapchat gehe, da bin ich mir ganz sicher. Uncool. Wobei, ich habe einen anderen Schlingel noch kennengelernt. Der Karim, der ist auch nicht Karim, ganz ohne. Boah, Digga, da müsst ihr, Karim, müsst euch mal zusammen. Karim ist wie Willi, so, ne? Ich habe auch mit Karim schalten. Also ich glaube, da kann der eine vom anderen noch ein bisschen was lernen. Ich war jetzt auch 2-3 Mal mit Karim unterwegs. Ich sag euch ehrlich, der Typ ist auch so Willi-Sorte. Nicht ganz so schlimm, aber auch schon so. Ich war mit Revi und mit, wo waren wir da? Stimmt. Charity Event Focus, 24-Stunden-Stream. Da war eine Dame und die Dame ist zu mir hingekommen und meinte, ich kenne dich. Da meinte ich, hä? Woher denn und so? Da meinte sie, von Karim. Ich so, wie Karim? Karim Adeyemi? Sie so, ja, genau, Karim Adeyemi. Ich so, woher kennst du den? Dann sagt sie, ja, ich habe mich manchmal mit denen getroffen und so und ich schreibe manchmal mit denen. Und dann hat sie einen Snap von mir, Karim, gesendet und Karim saß dann da so irgendwie in irgendeinem Hotel oder so, keine Ahnung, oberkörperfrei und hat sich kaputt gelacht. Ja, weiß man nicht. Der ist Youngster auf dem Video. Und ich kann euch eins sagen, Freunde. Sidney Friede, da war dann der Edi Wingman dran. Und dann habe ich da aber dem sowas von Sidney da ins Spiel gebracht. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Und dreimal dürft ihr raten, ob Sidney Friede allein nach Hause gegangen ist in der Nacht. Natürlich nicht. Aber die Businesswelt, also ich glaube, du machst verdammt viel. Hast du denn trotzdem noch so ein großes Ziel vor Augen, irgendwie so den nächsten großen Step? Der nächste große Step. Also was ich ehrlich wirklich gerne machen würde, und das habe ich auch, das hast du ja auch schon mal so leicht gesagt, also mein Ziel ist es irgendwo gerne, ich würde gerne Stiftung aufmachen. Das stimmt ja ehrlich, ja natürlich stimmt das, Digga. Und am nächsten Tag, was ist für dich? Das war so respektlos eigentlich. Ich würde gerne Stiftung aufmachen für die Leute, um den Leuten einfach zu helfen, weil ich es ganz genau weiß und ich habe das vielleicht schon ein bisschen oft hier in den Interview gesagt und ich möchte auch gar kein Mitleid, um Gottes Willen, Leute, aber es gibt eigentlich nichts Schöneres, als Menschen zu helfen. Das klingt so hier 0815, aber es gibt nichts Schöneres, Menschen zu helfen und denen was zu ermöglichen, was sie vielleicht selber nicht gerade können und damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Es fängt an mit, ich würde gerne Kinder im Fußballbereich irgendwo helfen, die ihre Sportartikel nicht leisten können mit Fußballschuhen oder solchen Sachen. Aber das ganze Projekt steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ich würde auch gerne... die bessere Wingman als Bunny Stitz. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Da hat sie mir das erzählt und dann meinte ich, ich bin mit einem Kumpel hier, der sieht auch ein bisschen aus wie Karim. Echt? Dann habe ich ihr Sydney gezeigt und dann ist sie zu Sydney gelaufen und der Rest ist Geschichte. Habe ich ein bisschen mit Revi und so noch gechillt. Alleinerziehende Mütter helfen, weil ich weiß selber, wie hart es ist für so eine Mama, die dann arbeiten muss und sich um ihr Kind kümmern muss, dass man denen dann irgendwie vielleicht doch so Nachhilfe, da gibt es ja so viel Platz und so viel Raum, wo du was machen kannst. Das Problem ist halt, ich muss die Zeit dafür finden und wenn ich sowas mache, dann will ich es auch zu 100% machen und nicht so eine halbherzige Scheiße. Ja.
Ey, ich find's mega. Ich habe auch viele, viele Träume und Gedanken. Vielleicht sollten wir uns dazu mal zusammenschalten. Gerne, also wirklich, gerne. Ich glaube, da kann Großes entstehen. Aber cool, ich hätte jetzt so vom Impuls her erwartet, dass du, weiß ich nicht, sagst, ja, ich will die erste Bundesliga übernehmen, ich will die dritte, vierte, fünfte Firma gründen, aber dass dann direkt sowas kommt, finde ich auch sehr, sehr nice. Ist cool, sage ich offen ehrlich, aber es gibt schon genug Bundesligaspieler. Ja, ich wäre dann auch einer, ich wäre da unglaublich stolz drauf, aber ich glaube, das macht den Namen Niklas Sommer mehr aus. Ich möchte was hinterlassen. Nicht nur auf fußballerischer Ebene, sondern auch auf menschlicher Ebene. Ich will einfach was hinterlassen, wie mit VitaWelt. Klar, finanziell auch unglaublich, aber trotzdem haben wir an diesem Punkt was gebracht, was ein Mehrwert ist, was ja. Menschen hilft und gut. Hilft, Punkt. Den schmeckt super. Ja, in der Zeit, wo cool. Der Drölfte... Ich sage euch ehrlich, wir hätten Eistee rausbringen können und ich sage euch, wir hätten uns wahrscheinlich dumm und dämlich verdient mit einem Eistee, weil du das Ding halt echt, ne? Oder irgendwie so eine Limo oder so, keine Ahnung, irgendwas, was halt auch wirklich, ne, besser schmeckt da. Aber wir wollten halt irgendwie auch was machen, so was auch vielleicht cool ist, für die Jüngeren, so... zu uns passt auch natürlich, so zu uns passt halt kein Eistee oder eine Limo oder Alkohol oder so, gibt ja ganz viele, die bringen jetzt auch, ne, hier, ich hab irgendwas, ne, aber was ja auch nicht schlimm ist, ist ja smart, an alle, die einen Eistee rausbringen, super smart, Digga, kannst ja nichts Verwerfliches sagen, ist voll schlau, ist ja auch nicht schlimm, der Kunde entscheidet selber, was er kauft, die Leute, die das rausbringen, das ist ein smarter Marketing-Move, aber wir wollten halt irgendwie was anderes, so, wir hätten wahrscheinlich noch mehr Geld gemacht, hätten wir einen Eistee oder eine Limo oder sowas rausgebracht, so. Eistee mit 20 Gramm Zucker, ja. Auf 100 Milliliter gedroppt wird, ja. Ist das eine Bewegung in die andere Richtung, die ich echt supporte, sobald ich mein Paket bekommen habe. Ich werde eine Nachricht, dass hier alles, was du anfasst zu Hause... Du siehst den Kühlschrank, ne? Der ist noch eingepackt, der ist aber enorm. Also das Fassungsvermögen ist enorm. Das ist ein Punkt. Ich mach dir den Laden voll. Das wollte ich hören und das ist... Das verspreche ich dir. Oh nein. Clip das. Es gibt genug Clips. Ey, Willi, Alter, ich schwör's dir, sehr cooles Gespräch. Und es war mir eine Ehre, ich muss Danke sagen. Ich hab's sehr enjoyed und ich bin gespannt, wie ihr das gefunden habt. Gerade diejenigen, die den jungen Mann vielleicht vorher noch nicht kannten oder nur mal in den Stream eingeschaut haben und ihn jetzt von der anderen Seite kennenlernen durften. Wie fandet ihr es? Schreibt sehr gerne in die Kommentare. Und wenn ihr den jungen Mann in Action sehen wollt. Und da mache ich nicht den Fußballplatz. Nee, ich auch nicht. Schreibt mir. Schreibt in eine DM und schaut euch vor. Cooles Video, sehr cooles Video. Ich kenne Willi nur von meinem Bruder bzw. meiner For You-Page und hatte durch diese Ausschnitte, die so auf TikTok sind, eher so einen Fuckboy-Eindruck von ihm. TikTok Lara ist halt eine Noten-App. Bitte, das ist ein Aufruf von mir. Alles, was ihr von mir auf TikTok seht, ob das positiv ist oder negativ, bitte hängt euch darauf nicht auf. Die Leute, die da die TikToks hochladen, die sind oft meistens auch so, weiß ich nicht, so. Ich mag das nicht so. Auch wenn das nett gemeint ist, teilweise nur weil irgendein TikTok von mir ist, wie ich irgendwas Emotionales, Nettes sage mit irgendeiner Hintergrundmusik und dann sage, konzentriert euch auf eure Familie und auf eure Gesundheit, Geld ist nicht das Wichtigste und Business ist zweitrangig und keine Ahnung was, achtet auf eure Mitmenschen, darauf jetzt so einen emotionalen Musik-Hintergrundton und das dann ein Typ sieht, der mich vielleicht noch nie vorher gesehen hat, dann denkt er, boah, das ist ja ein Ehremann, das ist voll der Ehremann auf TikTok. Ist nett, dankeschön. Aber das gleiche gibt es auch im Wiederumkehrschluss. Wenn ich jetzt irgendeinen Joke mache oder irgendjemanden Streamsniper als Nutten beleidige, weil er auch einer ist, dann wird es geklippt und dann heißt es dann da wieder, oh mein Gott, wie kann er denn gefeiert werden? Und keine Ahnung was. Das sieht dann jemand, der den als erstes sieht. Alles, ob es positiv oder negativ ist, ich wünsche mir, dass ihr das bitte nicht ernst nimmt, was auf dieser Plattform rumrennt. Everything has changed. Every day.